Guten Abend. Fast irgendwie, ich habe gerade noch eine Nachricht gelesen. Fast den Einsatz verpasst. Ja, noch bin ich pünktlich. Noch. Ah, super. Oh, anstrengende Woche. Anstrengende Tag. Aber wir schaffen das. Ja, sehr cool. Willkommen. Ich muss hier mein Getränk wieder schütteln, ne? Damit ich wach bin und vor allem damit ich auch entwickeln kann. Weil sonst ohne das geht's nicht. Das ist das da, was ich da in der Ecke habe. Das ist das Matcha von Marti. Genau, unten diese Durchlaufschrift. Das ist quasi mein gesponsorter Link oder was heißt das? Mein Discount-Code, den ihr benutzen könnt. Okay, erstmal mein Getränk aufmachen. Ah, genau. Ja, genau. Heute will ich ja es hinkriegen, mit Ingolau und Firebase was zu machen. Guten Abend, Radio Signal. Schön, dass du da bist. Und genau, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich habe ein Tutorial gefunden. Oder nein, nicht ich habe das Tutorial gefunden, sondern der Basti. Was? Oh, krass. Der Mülleimer ist umgezogen. Guten Abend, super duper Developers Club. Schön, dass du da bist. Der Basti, ein Freund von mir. Der hat, danke, der hat ein Tutorial gefunden, ist da durchgegangen und hatte dann ein paar Fragen gehabt. Und da dachte ich mir, ey, ich mache das auch mal, das Tutorial. Und zwar habe ich den ganzen Angular-Kram davor schon weggenommen. Warte, ich zeig das mal. Ich zeig das mal. Ist erst noch hier den richtigen Tab, den richtigen Dingens finden. Da, okay. So, dann kann ich auch rüber wechseln, die Szene wechseln. Genau, und zwar ist das dieser Link hier. Ich packe den mal in den Chat rein, ne, damit ihr wisst, wovon ich gerade rede. Genau, und Firebase, genau so. Na, also das ist der Link zu dem, das ist offizieller Google Developer Content. Ne? Das heißt, da könnt ihr euch mit irgendwelchen Google Sachen irgendwie beschäftigen. Und der ist, soweit ich das gesehen habe, ich muss mal kurz gucken auf die Einführung. Ich glaube, es war sogar, genau, von Minkro kommt das Ding. Ja, also der aktuelle oder einer von den Teamleads aus dem Angular Umfeld. Und der hat es gebaut. Ich habe keine Ahnung, wer das auf Deutsch übersetzt hat. Ich habe, es ist okay. Also ich habe irgendwie keine Übersetzung, es waren keine automatisch übersetzten Fehler gefunden. Klingt auch alles relativ echt. Das heißt, irgendjemand hat das cool übersetzt. Der wird hier aber nicht erwähnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das schon mal so weit durchgegangen, dass ich die Applikation fertig habe. Also das hier, was hier drin steht, habe ich einmal durch, bin ich einmal durchgegangen bis hierhin. Ne, bis hierhin, bis 8. Ne, das ist quasi mein letzter Punkt gewesen. Und das ist das, was ich quasi gemacht habe. Das habe ich, wie gesagt, am Sonntag. Ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich das gemacht. Ne, das heißt, ich habe hier so eine, ihr kennt das alles, so ein Kanban-Board, ne? Deswegen heißt das Ding auch Kanban Fire, weil Kanban und Firebase. Genau, ne, jetzt muss ich ja hier, ich habe hier ein Backlog-Ticket, das heißt Go Live, Stream at Twitch. Warte, kann ich auch doppelt, genau. Ich kann auch, ich glaube, heißt das jetzt at oder on? Ich glaube on. Ich mache mal so. Und ich speichere mal. Das heißt, den Task habe ich jetzt ja quasi gestartet, das heißt, ich kann ihn darüber schieben. Also, es ist ein ganz Standard, aber es ist ein typischer Kanban-Board in Angular gebaut. Wenn ihr den Code haben wollt, den könnt ihr auch haben. Ich verlinke euch auch mal das Repository. Da bin ich hier und ich sage git remote-v. Genau. Das ist einmal, den schicke ich euch mal rein, auch in den Chat. Aber ich meine, der Name alleine sagt ja schon was. Da ist das Fertige drinne. Also was heißt fertig? Das fertige Angular-Kram ist drin. Ne? Funktioniert auch alles. Ich habe auch ein Ticket. Ich habe auch ein, oder nein, nicht ich habe einen Fehler gefunden, sondern der Basti hat einen Fehler gefunden oder er hat einen Fehler gehabt. Ich habe den Fehler rausgefunden und ich wollte einen Pull-Request setzen, aber es gibt dafür schon einen Pull-Request. Also irgendwo scheint da gerade was nicht weitergeleitet zu werden. Genau. Auf jeden Fall, das Tutorial funktioniert, ja. Man kriegt damit auf jeden Fall eine Applikation gebaut. Wie gesagt, ist eine, genau, Create Kanban App, habe ich ja gerade gemacht, ne? Ist fertig. So, dann muss ich hier noch jetzt einen sagen, hey, wir wollen
Add Firebase. War das, glaube ich, klein geschrieben, ne? Base. Und keine Description. So. Da wollen wir gleich mit reingehen. Ne? So, okay. Ja. Da fange ich jetzt mal an, okay? Also, nur damit ihr wisst, wovon ich gerade rede, das sind quasi diese beiden Links. Ne? Einmal der erste Link, den ich reingeschickt habe in den Chat, das ist quasi das Tutorial. Und der zweite Link ist dann mein GitHub-Repository, was ich hoffentlich auch schon alles committed habe. Ne? Genau, habe ich alles committed. Okay. Ist nichts mehr offen. Okay, so. Genau. Das heißt, als nächstes will ich jetzt das hier, ne, neues Firebase-Projekt erstellen. Das hatten wir letztes Mal ja schon gemacht. Ne? Das heißt, das müsste ja relativ einfach sein. Ich habe auch schon mein Firebase-Account offen. Ne, einen Account erstellen, ich glaube, das brauchen wir uns gar nicht angucken. Okay, wir legen einen neuen Account, ein neues Projekt an. Und zwar nennen wir das Kanban. Okay? Es sind drei Projekte vom Projektlimit entfernt. Ja, okay. Ah, guck mal, hier, super duper Developer. Es klappt, du hast einen Fan hier. Ja, sehr gut. Eine Erhöhung des Limits. Mehr ist mir egal. Ne? Angular, ne, ich mache auch ein Kanban. Ne? Und warte, ich mache davor ng-Kanban-Fire. So. Damit ich weiß, was das ist. Angular Kanban Fire Applikation. Okay, alles klar. Okay, was stehen da noch drin? Drin? Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen Kanban Fire. Okay, habe ich falsch benannt, aber egal. Wir leben ja auch Radio Signal. Okay, so, das heißt, ich habe Google Analytics. Wollen wir haben? Nein, will ich nicht haben. Und so, jetzt wird mein Projekt erstellt. Ja, ich habe es jetzt anders benannt, aber das sollte ja kein großes Problem sein. Ja. Warte, wenn die sagen, ich bin drei davon entfernt, das heißt, ich darf 10 haben, oder? Bin mir nicht sicher. Wobei ich als GDI eigentlich immer eine Lizenz haben müsste, dass ich mehr haben kann. Bin ich der Meinung. Gut, ich Freunde. Kann niemand trennen. Ja, sehr gut. Okay, es ist bereit. Fertig. Sehr gut. So, jetzt habe ich mein Projekt hier. Okay. Habe ich gemacht? Gut. Gehen wir zurück. Habe ich erstellt. Ja? Firebase zum Projekt hinzufügen. Okay, machen wir. Was steht drin? Genau, es war ja dieses Ding hier drin. Das hatten wir letztes Mal auch schon gemacht. Das machen wir dann nochmal. Okay. Das heißt, wir gehen hier rein. Den können wir wegnehmen. Den können wir auch wegnehmen. So, den können wir beenden erstmal. Und wir sagen hier, hey, machen mal ng-add Angular Fire. Ist alles committed. Okay. Das heißt, jetzt wird die Schematics hinzugefügt. Das heißt, da werden dann erstmal nur die npm-install und sowas gemacht, soweit ich weiß. Mal gucken. Durch den Befehl wird das Angular Fire Paket installiert und einige Fragen gestellt. Im Terminal sollte Folgendes zu sehen sein: Allow, ja. Paste oder den Code hier. Was? Will be installed. Allow, ja. Gehen wir hier oben. Mal gucken, ob es diesmal alles klappt. Ne? Also das Daten abholen hat ja geklappt beim letzten Mal. Ich hatte auch dann im Discord jemand, der schrieb, hey, du hättest ein bisschen runterscrollen so müssen. Dann hättest du mein Tutorial gefunden. Habe ich gesagt, er kann gerne vorbeikommen hier im Chat und mithelfen. Er sagte, er will gucken, ob er es schafft. Ich rede mit Toni oder von Toni. Mal gucken. So, warte. Jetzt installiert er hier den Kram. Ne? Warte, aber das steht doch hier. Jetzt wird bei Installation ein Browserfenster geöffnet, sodass Sie sich Firebase-Konto authentifizieren können. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, es müsste gleich irgendwie. Hä, das hatten wir letztes Mal nicht. Oder? Okay, mal gucken. Ob sich das geändert hat oder nicht. Was ist die 7.4er? Was steht da in dem Tutorial drin? Keine Version. Okay. Cloud Firestore auf Datenbank erstellen. Okay. Okay, machen wir gleich. Aber erstmal wollen wir das hier sehen.
Los. Ich bin gespannt. Hä, aber warum hat er, hä? Das sehe ich jetzt gerade. Warum hat er beim letzten Mal nicht irgendwie gesagt, hey, wir wollen das verknüpfen? Merkwürdig. Ach, oh, kaltes Getränk, super. So, los, geht weiter. Nein, noch nicht. Ah, schade. Achso, ja, meine Bandbreite kloppt sich gerade wahrscheinlich im Stream, ne? Genau. Installiert. Haben wir gemacht. Ja. Oh, warte, was? Oh, warte, jetzt habe ich hier. Ich gehe noch eine Frage stellen. Was gibt es noch eine Frage? Allow Firebase to collect paste authorization code here. Okay, was steht da? Ich möchte auf jeden Fall das hier haben. Ich möchte Authentication haben und ich möchte wahrscheinlich auch das hier haben. Ne? Und das hier wahrscheinlich auch. So. Scheiße, das sieht anders aus als das, was er da drin hat. Ne? Okay, mach einfach mal so. Welche Feature? Ich bin in FirmenVPN und hoffe, dass der Stream bei mir stabil ankommt. Na dann, hoffen wir mal. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ich freue mich ja immer, die ganzen Namen zu sehen. Ich habe aber auch, wie gesagt, ich freue mich aber auch immer, die ganzen dann auf den. Ich war jetzt ja gerade schon wieder auf einer Konferenz am Montag, also gestern. Bin heute gerade erst zurückgekommen, heute Mittag. Und ja, finde es cool, dass dann mit Leuten zu sprechen, die mir erzählen, dass sie dann, dass sie meinen Stream gucken und dann sagen, hey, aber ich habe mich nicht angemeldet. Das heißt, die chatten auch nicht mit, die gucken einfach nur zu und lassen sich unterhalten oder lernen was. Guck mal, ne? Und das ist dann wieder das Problem, ne? Das heißt, hier gibt es tatsächlich irgendwo ein Problem. Deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal, willkommen alle, die sich nicht registriert haben und nicht chatten können. Ihr seid natürlich genauso willkommen und dürft genauso auch gerne hier zugucken. Natürlich könnt ihr jetzt leider nicht antworten. So. Also hat er ein Problem mit meiner Node-Version? Installed globally. Stimmt, das war wahrscheinlich das dann, das Problem, ne? Okay, warte. Oh, ein neuer Follow. Olli. Vielen Dank fürs Folgen. Freue ich mich. Eine kleine Kartoffel- und Webdave-Eskalation. Sehr gut. So, warte, ich gucke mal, ob ich dazu irgendwas finde. Hä, das ist wirklich merkwürdig. Also, das hatte ich ja, stimmt, das hatte ich beim letzten Mal auch schon, ne? Hab ein View-Projekt zerstört, es läuft nichts mehr. NPM Chaos, ja, vielleicht das. So, warte. Find Firebase App. Cannot find mode to deploy. Ja. Okay. Aber er sagt, es macht er erstmal nur da, ne? Bei dem. Das heißt, wahrscheinlich hat das was mit dem Deploy zu tun, ne? Gehe ich mal von aus. Wenn ich das weglassen würde, dann würde er wahrscheinlich auch, warte, ich roll noch mal zurück, okay? So. Und jetzt sage ich noch mal dieses Ding. Mal gucken, was geht. Node, also habe ich schon gelesen, ne? Genau. Node referenziert auf Package already installed. Okay, dann möchte ich gerne wissen, welche Pakete. Oder fragt er mich jetzt nicht mehr ab? Ach, ich hätte ein npm uninstall machen müssen, ne? Damit er es rauszieht. Okay, gehen wir hin. Und jetzt macht er hier. Oh, trotzdem. Module not found. So, erzählen.
Okay, warte. Wie war das? NVM. So, kurz gucken, was kann ich damit eigentlich machen? Ich kann auch zeigen, was ich da habe, ne? Kann ich sowas wie List machen? List. Welche Version habe ich denn? Ich habe die hier. Muss ich eine bestimmte haben? Ah, danke, Stefan. Warte, dann kann ich doch jetzt sagen, warte, wir gehen mal auf die hier, ne? Und sagen, use das. Ach, mit 16, okay. Ach stimmt, ich bin bei 14, Alter. Was ist das denn? Das könnte natürlich auch ein Punkt sein. Warte, dann muss ich ja einmal die Node-Modules-Sachen nochmal wegschmeißen. Ne? Also ich gehe da rein und sage, hey, was gibt's hier? Nix. Da ist nix. Warte, hatte ich jetzt Angular Fire drinnen? Nein, ne? Angular Fire, nein. Okay, alles klar. Das heißt, ich roll den mal wieder zurück. Und dann gehe ich hier rein und sage, zeig mir mal bitte den File Explorer. Irgendwo, da ist er. Und jetzt kann ich sagen, hey, ich schließe das mal hier. Das einmal löschen. Den Node-Modules-Ordner. Genau, weil sonst. Okay, ich versuche das mal mit 16, weil ich ja sonst eventuell ja falsche Binaries zugewiesen habe, ne, oder referenziert habe. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal auf eine neue Version und guck mal, ob es damit läuft. Aber hier steht nichts mit drin, ne? Welche Version ich brauche und so. Das dürfte auch nicht drin sein. Was sagt denn, Moment, Update Angular.io, was sagt denn das hier? Der sagt 14, 15 oder größer. Und ich habe eine 14, 15er gehabt. Okay. Dann machen wir das hier. Oh, ich habe vergessen. Ich habe ja Musik. Ich habe ja Musik. Irgendwo habe ich Musik. Da habe ich Musik. Da habe ich Musik. Ich mache mir so Musik an. Ne? Steht ja oben schon. Warte. Da. Lo-Fi Girl läuft hier als Musik. Habe ich gesagt. Und dann packe ich die auch wieder rein. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich muss das mal. Es ist mir zu laut. Es ist bei meinen Kopfhörern. Okay, warte so. Wenn ich so mache, ist besser. Sag Bescheid, wenn es zu leise ist. Besser, okay, warte. Jetzt so. Okay. Gut, naja, sag Bescheid jetzt. Dann mache ich hier mal ein MPMI. Na, erstmal, hat das gepasst? NVM Version. Node. Was? Also, warte ich. Node minus V. Okay, so, okay, alles da. Okay, dann NPMI. So ist die Musik mehr in deinem Kopf als in meinem Kopf. Hi Cookie 79, lange nicht gesehen. Namen Dudes. Guten Abend, Leute. Genau, für alle, die nachträglich reingekommen sind, ich versuche gerade Angular und eine Angular-Applikation und Firebase zusammenzukriegen. Wenn ihr im Chat nach oben scrollt, dann findet ihr relativ am Anfang zwei Links.
Der erste Link ist quasi das Tutorial, was ich quasi dafür benutze. Quasi den Angular-Kram habe ich irgendwie auf Kamera oder auf Stream gemacht, offline. Und der zweite Link ist dann quasi das GitHub Repository, wo ich dann auch alles reinpushe, wo dann auch alles das da drin ist. Okay, so. Jetzt bin ich mal gleich gespannt. Jetzt bin ich gleich gespannt, Alter. Was hier gleich abgeht. So, wenn erstmal npm nachinstalliert ist. Wenn er alles nachgeladen hat. Sind bei mir nicht da. Bin zu spät. Echt? Ist das bei Twitch auch so? Warte. Dann. Dann paste ich die einfach nochmal rein. Ich dachte, bei Twitch ist das nicht so. Und ich nehme auch das hier. Das ist quasi. Das war das Tutorial. Und das hier, was jetzt kommt, das ist mein GitHub Repository. Achso, stimmt. Es kann sein, dass sie auch nicht vorgehalten werden. Also man kann offline kann man das Ganze nachscrollen, glaube ich. Aber live glaube ich dann nicht. Oder? Ne? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Oh yeah. So, ist jetzt nachher installiert? Mach hin. Okay, wir warten. Wir warten. Ein altes Log-File. Das hätte ich vielleicht vorhin auch löschen sollen, ne? Please be patient. Ja, mach mal. Nein, das ist ja trinke ich einfach mal einen Schluck von meinem Getränk. Ich hatte gerade letzten zwei Tage oder drei Tage, ich bin nach Berlin gefahren und Sonntagabend. Ja, genau. Und bin heute dann wieder zurückgekommen. Ich hatte coole Gespräche mit netten Menschen. Zum Beispiel den Basti Springer. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Basti Springer, Sebastian Springer, auch JavaScript. Ein Trainer, auch sehr, sehr erfahren. Also, ne, also der hat echt was drauf. Und genau, wir haben uns auch überlegt, natürlich, vielleicht kommt er irgendwann mal bei mir ins Stream. Und was wir uns auch überlegt haben, ich hatte ja schon öfter mal auch die Idee geäußert, dass man das irgendwie hinkriegen müsste auf einer Konferenz, so die Speaker zusammen in einen Stream zu kriegen. Ja, ich kann die Musik leise machen. Besser? Diese hellen Töne sind krass, oder? Sehr gut. Genau, also ich hatte ja schon häufig mal so die Idee, so Speaker in einem Stream live auf einer Konferenz so abends hinzukriegen. Das habe ich ja irgendwie mal versucht. Da war ich schon mal in München. Da war ich schon mal auf einer Konferenz. Und zwar war das in München, glaube ich, oder war es in Berlin? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den Tobi Remote dazu gehabt und Michael hat es nicht geschafft zeitlich. Ne, weil sein Flieger war irgendwie delayed oder sowas, keine Ahnung. Und das habe ich ihm gesagt und er meinte, hey, das ist eine coole Idee, lass mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann mal, nächstes Jahr natürlich erst, Livestream aus einer Konferenz oder von einer Konferenz, wo wir dann was Cooles machen können. Wo wir dann zum Beispiel einfach nur über Themen reden oder irgendwas uns gegenseitig zeigen oder Projekte zeigen, was wir gerade machen. So, ne? Die Speaker, die einfach mal so und Fragen beantworten. Ne? So eine Q&A-Session hätte ich natürlich auch voll Bock drauf. Mit Live-Coding natürlich, so wie immer. Ich glaube, das wäre cool. Und warte. Ich glaube, das können wir mal so machen, sowas in der Art. Und das wird bestimmt passieren. Sebastian hat ein Kapitel in deinem Buch geschrieben. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Er ist aber schon ein cooler, oder? Er ist ein total netter. Ich habe relativ lange mit ihm auch gequatscht. Hi, Easy Pink, schön, dass du da bist. Genau, ich hatte relativ lange auch mit ihm gequatscht, auch heute Morgen nochmal zusammen. Wir haben uns dann auch im Hotel zum Frühstück verabredet, weil ich bin ja heute abgereist. Er hat heute noch Workshops da auf der Konferenz. Genau. Und das war ganz, ganz lustig. Und ja, genau, also mit ihm hatte ich irgendwie ganz, ganz coole Gespräche. Möchte ich weitermachen? Ja, ich möchte weitermachen. Okay, mal gucken, ob das mit der 16er Version besser läuft. Ja, auf jeden Fall ein sehr lustiger Mensch, ja. Oh,
Wir warten. Aber jetzt darf kein Fehler kommen, ne? Komm. Er muss mir jetzt einfach nur sagen, hey, was willst du haben? Dann sage ich wahrscheinlich. Aber dieses Tutorial hier sagt ja nichts darüber, was ich denn für Sachen haben möchte, ne? Oder? Einige Dateien auf einer SX müssen sie da freie Datenbank. Bla bla. Ich glaube, das passt doch alles nicht mehr so, wie das hier läuft. Aber mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen, okay? Aber hier ist ja schon mal was haben wir denn hier? Die Database, die URL. Okay, wir gucken mal. Wir gucken gleich mal, was er denn jetzt von mir möchte. Ich schiebe sie wieder nach oben und warten. Okay, Package ist abgeladen. Kann man ihm eigentlich auch sagen, oder kann man NPM auch sagen, dass er keine Package Lock JSON bauen soll? Geht das eigentlich? NPM. Disable. Also geht. Hey, Mark Herhold, 2017. Und wo kann man es machen? Alter, ich möchte nicht zu lange Echo. Ach so, es muss einfach nur reingeschrieben werden da. Okay. In die NPM-RC. Okay, gut, merke ich mir. So, also ich möchte das haben. Ich möchte Authentication haben, ich möchte Firestore haben und ich möchte Realtime-Database haben. Und Cloud-Messaging wäre natürlich auch geil, ne? Komm, was gibt's denn noch? Achso. Performance-Manager, ne, das will ich nicht. Ich möchte einfach nur. Was kostet das, was? Cloud-Messaging? Mal gucken, ob das was kostet. Wir gucken einfach mal. Was soll passieren? Oh. Das hatte ich vorhin nicht, ne? Diese Meldung? Eine Warning? Aber okay, ist mir egal. Use Location Global instead. Okay. Oh, übrigens, was sagt ihr zu meinem neuen Pullover? Ich habe ein. Von Google hat uns ja. Warte, das müsste 14er sein. Google hat uns ja. Warte, stopp. So. Er hat uns ja quasi ausgestattet. Die GDEs haben neue Klamotten bekommen. Ich habe einen schwarzen Hoodie bekommen. Mit dem hier und. Da. Expert. Sehr cool. Genau. Und es gab eine coole, so eine sehr, sehr coole Trinkflasche. Und zwar von, ich will gar keine Werbung machen, aber irgendwie so eine Trinkflasche mit so einem Sieb drinne. Ich habe noch nicht ganz verstanden, also nicht 100% verstanden, wie das Ganze funktionieren kann. Der ist so auf jeden Fall so dünn, dass der wahrscheinlich sogar Kaffee aushalten könnte. Er sieht nichts, nur Twitch-Werbung. Warte, ich stelle mich für dich natürlich gleich nochmal hin. Also ich habe ein Experts und sowas. Ja, so ein Hoodie, der unfassbar warm und hart ist. Also die anderen sagten schon, das ist eher so eine Softshelljacke, aber im Hoodie. Also das ist auch echt ein Akt, da irgendwie rauszukommen. Firebase Tools installed globally. Okay, sehr gut. Genau, also ich nutze die Angular-Version 14. Drin, was draufsteht. Oh, hi. Rejamela. Schön, dass du da bist. Ich winke zurück. Ich habe dir nicht auf Discord geantwortet, weil ich dachte, du hast bestimmt die Notification gesehen, dass ich live bin. Hast du vielleicht verstanden, was das bedeutet? Aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Erstmal einen Schluck trinken. Oh, wir hatten ja von Martin oder von Marti hatten wir ja dieses Matcha. Natürlich habe ich das gesehen. Ja, ich bin etwas müde, wie man vielleicht an meiner Stimme hört.
Aber ansonsten bin ich fit. Ne? Ich bin noch nicht tot. Das ist tatsächlich so die Antwort, die ich jetzt immer gebe. So, hey und? Wie geht's dir? Und da sage ich immer nur so, ich lebe noch. Okay, warte. Klingt gut, sehr gut. Warte. Collect Simulation Site Usage und Error Reporting Information. Ja, mach mal. Und jetzt Enter Authentication Code. Was ist das? Es müsste ein Browserfenster aufgehen, sagt er. Wo, warte. Was bedeutet das? Was bedeutet das Authorization Code? Nee, ich habe ihn auch schon mal angeschrieben. Ich weiß, dass er war. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass er irgendwie gerade voll im Stress ist mit seinen Prüfungen. Aber das ist schon ewig lange her. Ne? Ich habe ihn auch schon angeschrieben gehabt bei Discord. Ja, habe ich auch gewundert. Vielleicht, ich meine, man weiß ja nicht, wie das Leben ist, ne? Das kann ja immer viel, viel Arbeit und sowas bringen, ne? Und viel wegnehmen. So, aber deswegen weiß ich gar nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall, Ono, wenn du da bist, dann melde dich mal wieder. Ono! Ono war auch lustiger. Mit dem habe ich auch ein paar Videos Call gehabt und so. Ich habe ein bisschen Mentoring mit ihm zusammen gemacht. Okay, als nächstes müssen Sie Datenbank auf Cloud Firestore und Datenbank erstellen. Und dann kann ich dann irgendwo den Security Code eingeben? Nein. Hä? Und Help! Was macht dieser Weg? Wo kriege ich denn diesen Security Code hin? Ja, aber wie gesagt, was Radio Signal gerade gesagt hat, also Ono war am Anfang von meinen Streams immer sehr aktiv und dann hat er seine Ausbildung, stand kurz vorm Ende, hat dann Prüfungen und dann denke ich mal, ist er relativ schnell. Ich mache einfach mal so. Du darfst natürlich gerne fragen nach der Musik. Genau, ich habe oben, warte, hier oben drüber, ne, da steht quasi, welche Musik das ist. Und ich schicke natürlich auch den Link rein. Keine Frage. Also, das ist freie Musik bei YouTube. Und zwar ist das Lofa Girl. Total cool. Ich mag das. Es ist, da kann man sehr gut mit arbeiten. Das Video geht 6 Minuten lang. Ne, das ist, was heißt Video? Das ist hauptsächlich Musik. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Musikern, die irgendwas machen. Okay, please try again. Genau. Und die haben eben, genau, das ist dann so ein Channel, wo sie drauf posten, ihre Musik. Ist ziemlich cool, ja. Kann man auf jeden Fall ganz gut nebenbei arbeiten. Und danke für, ich nehme es mal als Kompliment, dass ich guten Musikgeschmack habe. Und willkommen zum ersten, als Neuling oder für den ersten Chat hier. Kamisch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay. Also, er hat sich hier gerade beschwert wegen der Authorization. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet, weil hier drin steht auch nichts. Aber er sagte, er sollte sich jetzt ein Browserfenster öffnen. Und ich sollte irgendwas Firebase-Konto authentifizieren können. Ja, und das kam ja nicht. Aber das war ja quasi jetzt so die die Dingens, ne? Ja, okay, kann ich mal probieren. Warte, ich mach's nochmal, ne? Steht, please try again. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Was macht das Ding? Oh, guck mal, ist leer. Gut. Mal gucken, was er hier macht. Update nochmal. Die Packages sind rum. Ne. Okay, warte, ich nehme das.
nehme Authorization, Firestore, Realtime. Erstmal nur das, genau. Ach, Screen, dankeschön. Screen wird aktuell nicht geshared. Okay, sehr gut. Sollte man bei der Einstellung finden. Okay. Das heißt hier, ja. Das heißt hier, Hi Mami im Chaos, schön, dass du da bist. Okay, warte. Entwickeln, einbeziehen. Und wo? Alle Produkte einbeziehen. Genau, also wenn ihr Kenntnisse habt, dann gerne her damit. Warte, aber wenn ich jetzt hier rauf klicke, ne? Soll er hier? Nein. Sparkplan. Entwickeln. Mal gucken. Entwickeln. Remote Extension. App Check. Authentication. Aber ich will ja im Prinzip hier an der Stelle ja eine Applikation damit verbinden. Ne? Auch wenn du schon so nett nach der Musik fragst. Natürlich. Warte, ich versuche mal hier. Ist das hier vielleicht der Code? Nein. Oh, warte, vielleicht muss ich das ja machen tatsächlich. Meine App ist Kanban Fire. Mit nur einem N. Und App registrieren. Ich mache einfach mal. Ich mache einfach mal ganz wild jetzt und versuche. Ah, guck mal, kann das sein, dass es das hier sein soll? Nee. Tja. Ich kopiere das erstmal. Und pack das erstmal nur so irgendwo rein. Ja? Ach, schau mal bitte beim Abschnitt Authentication. Okay. Mach ich. Du weißt hier, ne? Ich habe geklickt. Ich klicke nochmal. Da gibt es Settings. Authentication. Ich möchte mir nichts durchlesen. Genau, und ich möchte, glaube ich, Google und E-Mail nehmen. Okay, warte, ist das so richtig? Ich bin mal hier. Na, aber, oder warte, ich gehe erstmal hier hin. User steht da nichts drin, weil wir keine drin haben. Users. Okay, ich speichere das erstmal, damit wir überhaupt ein Setting haben. Wobei, wir sind wahrscheinlich schon viel, viel zu weit, oder? Ich gehe mal hier hin. Settings. Bin ich hier richtig? Kamisch, du scheinst ja irgendwie das eventuell zu kennen hier. Authorization Domains. Konnte mit seinem E-Mail-Adresse knüpfen. Für jeden? Was möchte er denn? Nutzerinteraktion. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ah, da muss ich. Okay, alles klar. Registrieren konnte. 100 Leute dürfen damit machen. Ja, okay, finde ich gut. Was ist da? Aber ich finde hier. Usage, wir haben ja nichts gemacht. Insofern sollte das. Users. Okay. Sign-in-Methode. Neuen Anbieter. Nee, ich bleibe mal bei Google. Google ist cool. Glaube ich. Und Templates, das sind einfach nur diese SMS-Dinger, die kommen. Genau. Und die E-Mail-Sachen. Aber mehr sehe ich jetzt auch nicht. Ja, mal gucken, ob ich, wenn ich hier das hier mache, ne? Real-Time Database. Ja, nein, ich möchte hier machen. Wir warten. Und testen. Spannung steigt. Ich muss auch viel rumspielen, bevor ich es gefunden habe. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Okay.
Alles gut. Allow Firebase to collect data. Und, nein, bin ich dann diesmal nicht. Vielleicht ist das hier Enter Authorization Code. Muss ich mir den selbst ausdenken? Ich mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Na? So ein bisschen hier. So, warte. Enter. Using the provided code. Das heißt, es ist irgendwo, geht da was verloren. Also da fehlt dieser Schritt, dass hier eigentlich sollte ein Pop-up kommen. Das sagt auf jeden Fall das Tutorial. Wo war das Tutorial? War das hier? Nein, dann war es hier. Ja. Da. Ja, das Tutorial sagt, in der Serie wird bei der Installation ein Browser festgeöffnet, sodass sie sich mit ihrem Firebase-Konto authentifizieren können. Schließlich werden sie aufgefordert, ein Firebase-Projekt auszuwählen. Warte, also was steht hier? Erstelle ein neues Projekt mit dem Namen Kanpai. Muss das vielleicht wirklich so heißen? Ja? Ich gehe mal zurück und gehe dahin und sage, hey, da. Und ich sage, neues Projekt. Noch zwei Projekte. Ja, ist okay. Kanpai. Weiter. Ich möchte kein Analytics haben, weil ich kein Token habe. Du musst ja mal gucken. Ja, ich muss so. Die anderen Projekte sind alles nur, wie man der Name auch sagt, alles nur Spielprojekte, woran ich irgendwann mal was gemacht habe. Vor langer Zeit. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, warum. so weiter. Okay, kriege ich hier jetzt irgendwas gezeigt? Nee, ne? Alle einbeziehen können. Okay. So. Und wo sehen wir das jetzt? Flutter. Remote kommt. Ne, das ist ja nicht das. Ich wäre hier. Was gab es hier vielleicht auch noch was mit Authentication? Ne, dann sind wir da. Okay, alles klar. Das ist hier was anderes dann. App Check. Storage. Funktion. Maschinen dann. Warte, wir gehen einfach mal durch. App Check. Gibt es hier ein. Okay. Ja, gibt es irgendwo einen Code, den ich nutze, also bis auf das Projektübersicht. Warte, ich kann ja auch mal hier hingehen. Projekteinstellung. Projektnummer, Projekt-ID. Cloud, okay, warte. Cloud Messaging. Sender-ID. Webpush-Zertifikat. Achso, da macht er dieses Webpad. Okay. Aber Integration. Okay, ich versuche das irgendwie rauszukriegen, ne? Nein. Das ist alles doof aus. Dienstkonto. Dienstkonto! Das klingt so. Nein. Dienstkonto. Ich habe keine Ahnung, was ein Dienstkonto ist. Auch kein Dienstkonto. Glaube ich nicht. Das Lustige ist, dass jetzt gerade aktuell, also heute und glaube ich morgen auch noch, der Firebase Submit ist. Summit ist. Ne? Das heißt, es gibt gerade in. Wo sind die denn? Ich glaube, die sind in San Francisco. Haben die gerade nämlich eine Konferenz. Und ich habe gesagt, ich komme nicht. Also die TDs wurden eingeladen. Und ich habe gesagt, ich mache nicht. Keine Zeit. Und so weiter.
Nutzung und Abrechnung. Nutzerberechtigung. Ich muss doch jetzt hier irgendwo. Naja, das ist ja alles dasselbe. Da machen wir das schon. So, da kann ich hier immer. Tja. Die Freunde der Sonne. Hi, Anthony. Ah, cool. Ich habe ein Problem. Schön, dass du da bist. Ich habe hier ein Problem mit diesem Tutorial. Und zwar, ich bin hier. Ich lande genau hier an dieser Stelle. Du hast sie eingeladen. Ja, wie mache ich das denn? Ah, wie. Oh, wie mache ich das denn? Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts. Ich habe einfach nur gesagt, ng-add, das hier. Okay, aber habe ich jetzt irgendwo eine. Genau, es wurde ja irgendwo gesagt, er installiert ein globales Firebase-Tooling hier. Okay, sehr gut. Guck mal, schon haben wir noch jemanden da, der. Das heißt, kann ich hier darauf zugreifen? Nein. Okay, das heißt, oh, warte, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie aber noch das Firebase-Tooling noch installieren, oder? Kann das sein? Wenn du sagst, so. Warte, ich möchte dahin. Projektübersicht. Ah, okay. Firebase-Tools, okay. Ah, warte, aber dann müsste das. Es könnte sein, dass das schon da ist. Bin ich auf Mac, ich bin auf einem Windows-Gerät. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Okay, also Firebase Tools. Mal gucken, ob er es gemacht hat. Weil die CLI hat das ja vorgemacht. Okay, warte, er sagt nicht. Okay, kann er nicht. Okay, alles klar. Dann habe ich mir richtig geschrieben, ja, ne? Firebase Tools. Okay. Also npm i minus g. Okay. Aber er scheint es tatsächlich nicht gefunden zu haben. Oder zeigt er hier in der package.json, dass er irgendwas installiert hat? Die Firebase Tools? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil er hat ja hier vorhin gesagt, dass er das Ganze jetzt global macht hier. Firebase Tools installed globally. Check. Ah, wahrscheinlich hat das irgendwie dann wieder zurückgerollt, ne? Okay, wir gucken. Wir gucken. Okay, dann haben wir aber schon mal einen kleinen Hinweis, wie es gehen könnte. So, ihr merkt schon, Chat, Anthony hat Ahnung. Aber du, warte, du hast mich angeschrieben, hast gesagt, du hast irgendwie ein Tutorial geschrieben oder so, ne? Dann musst du mir schick mal den Link dazu. Du hattest nämlich irgendwas, du hattest ja irgendwas geschrieben, ne? So, wir warten noch kurz, bis er das installiert hat. Du hast auch noch einen Blog hast du geschrieben, genau, okay. Ah, warte, ich sehe schon was. Du hast mir ja irgendwas geschrieben. Okay, warte, jetzt bin ich neugierig. So. Das hier, ne? Klingt wie ein NPM-Paket. Das? Oh, warte, das ist okay. Interessant. Boah, fast 7500 Stars. Sehr cool. Ah, guck mal, und da steht auch drin, wie man das Ganze macht, ja? Sehr gut. Wie man das nachher benutzt. Aber es ist richtig, dass man diesen Compat-Modus nutzen muss, ja? Und dann sagst du ganz unten. Okay, hier.
How to set up Firebase Authenticator mit Cordova, aber ja. Ne. Okay, das hier, ne? Okay. Ja, sehr cool. Ja, cool, okay. Gucke ich mir gleich an. Ne? Ich habe jetzt erstmal. Ich habe es installiert. Das heißt, jetzt kann ich Firebase finden. Oder Firebase Tools? Nein, warum nicht? Kann nicht geladen werden, warte. Das haben wir gleich. Genau, das sind nämlich so eine Sachen, die gerne mal entfernen. So, jetzt geht's. Pass auf. Okay. Mache ich und mach das. Minus S für safe, ne? Ich meine, aber ist ja eigentlich eine Dev Dependency. Die Execution Policy muss gerne. Was heißt das? Was heißt das denn? Genau, also ich lösche dann immer nur diese PS1 Datei und das war's dann schon. Oh, warte, was hat er? Deprecated. Ja. Manchmal schwierig, oder? Oh, es geht ab. Pass auf. Gleich funktioniert alles. Ganz magisch. Danach check your package.json, mache ich. Ja. Genau, er ist durch. Das heißt, er hat hier Angular Fire installiert. Und er hat die Firebase Tools quasi installiert. Ah, okay. Genau, das habe ich irgendwo mal gelesen, weil das habe ich nämlich öfter mal schon gehabt. Okay, npx. Also, aber ich habe es ja installiert. Also npx, okay. Aber eigentlich müsste ja Firebase ja auch da sein, ne? Wer macht nix? Okay, dann mache ich npx. npx Firebase Login. Okay. Was für Login-Daten nehme ich denn dann? Ja, bei npx ist ja immer das Ding, nimm mal die oder zieh dir mal die neueste Version und führ die bei dir aus, ohne sie wirklich statisch zu installieren, ne? Oder war das Ding? Aber okay. Genau, das Löschen hilft bei diesen. Also immer wenn ihr irgendwie so eine Fehlermeldung kriegt von wegen, hey, bla bla, also das Windows sind nur Windows-User, ne? PS1, also ne, PowerShell 1 oder erste Version, glaube ich, heißt das, ist das Ding, die Extension, dass die Datei nicht funktioniert, einfach mal löschen. Dann geht er nämlich automatisch auf die andere Datei, auf die Exe oder auf die CMD, die da ist. Ja, also habe ich schon geschlossen. Okay, warte, so, warte, oh, allow Firebase to collect, bla 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 und so weiter. Ja, machen wir mal. Machen wir mal diesmal. Oh, hallo. Zulassen. Ja. Guck mal, auf das habe ich vorhin gewartet. Und das kam irgendwie nicht. Zulassen. Successfully. Okay.
Reich. To change your data, collection profile, bla 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 und so weiter. Waiting for authentication, success, logged in as Web Dave. Yeah, krass. Es hat funktioniert, vielen Dank. Okay, das heißt, ich habe jetzt, wenn ich hier reingucke, dann steht da trotzdem nichts drin. Und die diese URL und dieses Device to log in. Also auf diesem, ja, okay, alles klar. Okay, das heißt, jetzt kann ich dieses Firebase hier benutzen. Okay, das heißt, ich mache jetzt minus V, müssen wir jetzt ja eigentlich auch eine Version ausgeben. Eigentlich. Oder auch nicht. Okay. Warte, dann gehe ich zurück ins Tutorial. Ne? Dann gehen wir jetzt. Ich versuche dann erstmal weiterzugehen in die Tutorial. So. Ne, und das mit der UI gucke ich mir gleich an. Ne? Also im Tutorial geht es erstmal nur darum, Sachen wegzuspeichern. Das machen wir gleich. Okay. Als nächstes müssen wir Firestore Datenbank erstellen. Warte, mach Firebase Version. Okay, mache ich. Einmal mal zu checken, was da ist. Aber wer macht nichts, ne? Oh doch, 11.15.0. Okay. Aber ist, genau, ist ja das, was er hier drin auch sagt, ne? 11.15.0. Und was sagt ihr hier? Irgendwer Fire? 741, okay, alles klar. Okay, aber der Schritt. Also irgendwas scheint auf jeden Fall mit der Schematik sich zu funktionieren. Aber egal. Okay, alles gut. Das heißt, wir gehen dahin. Als erstes, weil ich muss erstmal hier den schließen. Und das gucke ich mir gleich an, okay? Dann Authentication UI. Ich würde erstmal jetzt hier drin sagen, okay, wir gehen jetzt auf die eine Firebase Datenbank. Auf Cloud Store. Und Datenbank erstellen, okay. Das ist jetzt ganz, ganz hier. Da sind wir. Kanban Fire. Sind wir da? Ja, mache ich. Cloud Firestore. Das war's, ne? Cloud Firestore. Und? Datenbank erstellen. Das Tutorial sagt, ich soll. Okay, warte. Ah. Da waren wir letzter schon, ne? Genau. Okay, im Production-Modus starten. Wollen wir nicht, sondern wir wollen ja, glaube ich, im Test-Modus starten. Okay. Dann gehen wir dahin. Was sagt er noch? Wähle zuletzt eine Region aus. Okay, mache ich. Yes, Sir. Mache ich. Eine Region. Ich möchte gerne Europe West und aktivieren. Jetzt geht's ab. Pass auf. Da waren wir letztes Mal ja schon. Ne? Also ich meine, Daten auslesen konnten wir schon. Frankfurt. Ja, wahrscheinlich. Europe West ist wahrscheinlich Frankfurt, ne? Oder keine Ahnung, Amsterdam. Ist mir egal. Amsterdam, ich weiß gar nicht, ist Amsterdam weiter als Dingens? Als Frankfurt. Okay, Sammlung erstellen. Okay, warte, erstmal gucken. Haben wir gemacht, sehr gut. Das heißt, es geht hier tatsächlich weiter. Jetzt müssen Sie nur noch die Firebase-Konfiguration zu Ihrer Umgebung hinzufügen. Sie finden die Projektkonfiguration in der Konsole. Zahnrad, Projektsetting. Darauf, achso, das ist das, was ich gerade schon rauskopiert habe, ne? Aber nein, ich habe es vom anderen Projekt kopiert. Okay, alles gut. Okay, und dann gib Web. App-Name. Achso, Kanban Fire. Kanban Fire. Warte, will er? Ja, mache ich, okay. Und alles klar geschrieben. Warte, ist Kanban Fire richtig geschrieben? Kanban Fire, okay. Haben wir auch.
Hosting und App registrieren. Register. Register App. So, warte, es geht vorwärts. Viel gut. Okay. Warum auch immer das letzte Mal? Okay, warte, das haben wir schon alles gemacht. Ich nehme das hier. Okay, dann gehen wir da hin und sagen, achso, Config. NPM. Ja, aber im Prinzip ist ja nur das hier. Okay, alles klar. Er wollte nur, dass wir das hier haben, ne? Was sagt er? Fire Config. Genau, das nehmen wir. Daraus. Am Ende sollte sie so aussehen. Okay. Das packen wir in Environments rein. Krieg ich's hin? Das kriege ich hin. Hoffe ich. Environments. Nein, ich habe nicht kopiert. Ich habe nicht kopiert. Ich kopiere das einfach mal alles. Und gehe dahin und sage, hey, wir packen erstmal alles da rein und sagen, das brauchen wir nicht. Und dann sagen wir, das hier ist Firebase Config. Mal so, und wie will er hier haben? Er möchte sie gerne haben, dass das einfach nur Firebase heißt, ne? Genau. Okay, alles klar. Kriegen wir auch hin. Okay, ich habe es auch wieder hingekriegt, dass sie jetzt schon mal meine, ne, keine Panik, ich werde auf jeden Fall das Projekt nachher auch wieder löschen, ne? Nach dem Stream, weil ich einfach keinen Bock habe, dass irgendwie jemand meine Credentials hier benutzt und so weiter. Das muss ich nicht haben. Okay, aber weiter geht's. Hinzufügen habe ich gemacht und gespeichert. Also es passiert noch nichts, ne? Aber Daten zu. Hey, aber warte, wir benutzen das Ding ja noch gar nicht. Okay, mal gucken. Ah, gehen wir ins App-Modul und sagen, wir brauchen diese beiden Sachen und diese Sachen. Okay. Ja, diesmal habe ich Unterstützung. Der Anthony ist hier da und der Anthony ist auf jeden Fall ein Firebase-Experte, der auch schon ganz viel ganz viele Libraries und sowas gebaut hat. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass es diesmal richtig gut wird. Nicht speichern. Ich schließe das hier und ich gehe in mein. Es besteht Hoffnung. Ja, also irgendwie schon, ne? So, das heißt, ich gehe hin und sage, die beiden brauche ich. Was will er von mir? Ach so. Was? Angular Fire. Hat nicht das Modul. Warum nicht? Hi, Netzwerk, und schön, dass du da bist. Warum ist das nicht da? Es muss doch da sein. Warte, ich ignoriere das erstmal, ne? Und dann gehe ich gleich auf die Suche. Wir importieren das hier und so, warte, pass auf. Haben wir, ne? So. Aber warum sagt ihr, dass das nicht da ist? Und er sagt, hey, Firestore mit. Warte. Angular Fire. Okay, was, wie heißt das jetzt? Es gibt keinen. Was ist los? Muss das tatsächlich. Okay, ich dachte, dass das Compat wäre eine alte Version oder sowas. Und habe ich das dann da drin auch? Was haben wir noch? Hier wahrscheinlich dann auch laut. Warte, ich frage einfach mal
TypeScript. Hey, wo holst du dir es her? Schade. Das heißt, es kommt tatsächlich hier irgendwo aus dem. Aus dem irgendwo her. Warte, wir holen uns das aus dem at Angular Fire. Ja, ich habe versucht, es quasi. Achso, da kommt was. Compat Firestore, okay. Ja, ich dachte, das wäre falsch. So. Angular Firestore, okay, so. Und was will er jetzt von mir? Ah, warte, ich hatte. Achso, alles klar. Alles klar. Mein Fehler. So, was will er hier jetzt noch? Also Environment soll er sich auch noch holen. Und zwar das hier. Sehr gut. So, jetzt haben wir alles drin. Okay, das heißt, es ist tatsächlich der Compat Mode. Warum brauche ich den Compat Mode? Ich dachte, das wäre quasi so eine veraltete Version. Einschleusen, auch geil. Das machen wir. Machen wir Store und. Hey, aber warum muss ich das denn. Warte, wo? Was? In der Component. Okay. Hi. Hi, Angela. Die Integration läuft noch. Okay. Genau, ne? Weil in. Genau. Die Dokumentation ist an der Stelle auf jeden Fall nicht. Okay. Alles klar. Okay, wir wollen in dem App-Modul was machen. Okay. Mach ich. Ah, genau. Nein, bei mir ist das nicht das App-Modul, sondern es ist quasi. Das. Ach, guck mal. Ich habe nämlich. Warte. Ich habe das da nämlich drin. Und kann ich dann. Ich habe das nämlich ein bisschen ausgelagert. Ich habe das nämlich alles in Kanban ausgelagert auch. Das heißt, kann ich im Kanban-Modul, weil da ist ja mein Store nachher, kann ich hier auch sagen. Habe ich das kopiert? Ja, habe ich. Kann ich mir das jetzt hier ziehen? Compat Fire. Sind viele Sachen. Ja, ich wollte einen Pull Request stellen, aber ich habe dann gesehen, dass dass der für auf jeden Fall das, was ich letztens hatte, dass eben einfach nur das Interface für das Task, irgendwie eine Methode, glaube ich, oder sowas war das. Doch eine Methode hier drin. Da war irgendeine eine das hier, glaube ich, war das. Die Typisierung hier, die war defekt. Ja, weil wahrscheinlich ist gerade so ein großer Umbruch gerade dabei, ne? Und dann musst du natürlich irgendwie erstmal alles nachträglich irgendwie umbauen können, ne? Das ist natürlich auch irgendwie so eine heftige Aufgabe dann. So, mal gucken, ob meine Applikation noch funktioniert danach. Okay, warte, ich habe das da reingezogen. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das initialize, ob ich das da auch reinziehen muss, aber mal gucken. So, warte, was haben wir hier? Als nächstes die Methode zum Initialisieren des Swimlane Arrays. Ach ja, das war das. Okay. Aber wir haben hier noch kein Dingens angelegt, ne? Aber das müsste. Okay, warte, das muss ich mir jetzt angucken. To do, dann. Collection done. Collection in progress, to do. Okay. Alles klar. Das heißt, wir gehen hier rein und sagen, ne, da haben wir jetzt ja quasi unsere To-Dos und in Progress und so weiter, ne, das hier. Und das möchte er jetzt gerne aktualisiert haben. Ein Observable. Mach mal. Und was wird dann?
Achso, alles klar. So, und was will er hier unten jetzt von uns? Achso, dann passen natürlich die ganzen Methoden hier nicht mehr. Genau, dann müssen wir die jetzt wieder packen. Hier werden wir die Angular Firestore, um den Inhalt der Sammlung direkt aus der Datenbank abzufragen. Jo, machen wir gleich. Ne, beachten Sie, dass Value Changes anstelle eines Array ein beobachtbares Objekt zurückgibt. Ist auch total geil. Ein beobachtbares. Ne, super geile Übersetzung. Okay, aber wir wollen ja jetzt, warte. Genau, also Previous Container, Event Container hatten wir es auch. Warte, wo war das? Ich muss jetzt mal hier alles klein machen. So. Observer Map underscore Dave. Nee. Ist auch sehr gut, ja. Warte, jetzt muss ich erstmal gucken. New Task. Drop, genau hier. Und Return Transfer Array Item. Sicher nicht, sondern hier, genau. To do push. Wir wollen jetzt nicht einen Push machen, sondern es ist ja quasi was anderes dann, ne? Promise, promise all. Warum promise? Store, Firestore, return transaction. Warte, ich muss mir kurz mal das rauskopieren, ne? Und dann muss ich mir angucken, was er da macht. Das war Drop, ne? Drop, okay. Dieses Ding hier. Okay. Das heißt, Drop heißt, wir sagen hier an der Stelle, hey, Item, Event, Previous Container, Data. Achso, genau. Wenn wir es rüberziehen, okay. Und dann sagen wir, hey, wir schmeißen das da rein und das ist ein. Okay, Collection. Promise all. Delete. Ein Promise. Okay, Promise basiert. Akzeptieren wir erstmal. Und dann gibt es wahrscheinlich auch gleich noch einen neuen Code dafür. Na genau. Also was hier drin passiert, Mist. Also vorher war es so, dass wir gesagt haben, okay, wenn das der gleiche Container ist oder, ne, also wenn ich es vom einen Container in den gleichen Container reinschmeiße, Drag and Drop, darum geht es gerade, dann schmeiße es weg und ansonsten machen wir Transform dieses Ding. Was hiervon kommt, ne? Das ist eine Drag and Drop Methode und dann schmeißt das eben von einem Array in das andere unten und formatiert das Ganze auch vernünftig. Also darum geht das gerade hier an der Stelle. Okay, das heißt, das ist das hier. Dann haben wir noch die, als nächstes anschieben wir die Methode Addict Task, um Firefox zu verwenden. Im Dialogfeld zum Schließen des Dialogs müssen folgende Codezeichen geändert werden. Das hier. Und zwar sagen wir, okay, die Dialog-Ref nach dem Schließen. Subscriben wir uns drauf und sagen, okay, der Result kommt raus. Wenn kein Result da ist, dann machen wir nichts. Wenn ein Result da ist und der Result ist Delete of True, dann sagen wir, hey, wir löschen das mal, das Element. Und ansonsten updaten wir das Ganze. Okay. Das verstehe ich. Okay, warte, das war im Edit-Task, ne? Genau. Erstmal finden. Edit. So, Edit. Da. Also hier. Ne? After Close. Das hier. Ne, wir reden jetzt gerade über dieses Ding hier. Genau, über das hier. Also vorher war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir hören auf das Pop-up. Wenn das geschlossen wird, dann kriegen wir mit, okay, ist es jetzt geschlossen worden? Wenn ja, dann splicen wir es raus, also löschen wir das Ganze oder wir pushen das damit rein. Wir ersetzen das Ganze an dem Index, ja. Und da wir jetzt ja Firebase benutzen, können wir das Ganze eben jetzt über diese Firebase Collection nehmen. Sagen wir, hey, hol dir mal aus der der Liste. Also genau, die Liste, die reinkommt, also das, was denn, welche Reihe wir in dem Kanban sind, das wollte ich, habe Reihe vergessen, ey. Hi, All About Strategy, schön, dass du da bist. Genau, also welche Reihe es ist, da wollen wir auf das Element, was auf diese ID hört,
und das wollen wir wieder löschen oder eben updaten. So, das ist das, was wir an der Stelle jetzt machen. Also wir gehen jetzt nicht mehr über die Erase-Schreibweisen, sondern wir gehen jetzt natürlich über den Firestore an der Stelle. Und Reihe. Ja, genau. Also Swimlane. Mir fiel dieses Wort nicht ein. Dankeschön. mit dem Monokel-Schau. Warte, den haben wir denn nicht auch so? Inspect. Oder so? Nein. Haben wir nicht. Aber warte. Punkt. Monokel. Warte, ich schreibe. Ich suche ihn kurz. Der ist doch hier irgendwo. Man weiß nicht. Er ist doch nicht mehr. Also ich habe ihn gerade wahrscheinlich überscrollt oder so. Ach, egal. Schwimmleine. Wenn er versucht zu schwimmen. Mein Hund war so eine Wasserratte, ey. Der hat jede Pfütze gesehen und hat sich reingeschmissen. Fand er richtig gut. Okay, wir greifen mit dem Firestore SDK auf dem Zieldokument zu der Aufgabe zu, die wir auf das Zieldokument zu der Aufgabe zu, die wir bearbeiten oder löschen wollen. Oder aktualisieren wollen. Okay. Stellen neue auch noch aktualisieren, genau. Ja, also quasi Add ist dann quasi das hier. Ja, machen wir. Das heißt, das hier. Wir setzen da, also Push durch Add Result. Das hier, ne? Genau. Okay, habe ich verstanden. Wir pushen sich rein, sondern wir sagen, hey, wir wollen das da reinpacken. Warum ist das hier? Okay. New Task, ne? Also wir wollen kein Push machen, sondern wir sagen, hey, wir gehen natürlich auf die Collection und wir fügen diesen Task hinzu. Ah nein, ich wollte es auskommentieren, damit ich das, damit wir immer sehen, was jetzt quasi der Unterschied ist zwischen dem Firebase und dem anderen. Okay. Okay, mit der Asynchron Pipeline, mit der Async Pipe werden die mit der Sammlung verknüpften Beobachtbarkeiten automatisch abonniert. Wenn die Beobachtbarkeit, das ist doch kein deutsches Wort. Alter, was ist das denn? Einen neuen Wert ausgibt, führt Engel automatisch die Änderungserkennung aus. Change Detection. Änderungs. Okay, es ist automatisch übersetzt, okay? Und verarbeitet das. Beobachtbarkeit. Warte, ach so, hier, stimmt. Ja, egal. Nein, komm. Dann würden uns aber genau diese Witze quasi verloren gehen, okay? Beobachtbarkeit und Änderungserkennung. Okay. Können wir aus der Änderung sehen, dass. Okay, Swimming. Okay, das. Das heißt, wir müssen NG4 die To-Do mit Async. Genau. Ja, das heißt, an der richtigen Stelle dann machen. Das heißt, wir gehen. Wir sind hier, Kanban. Und dann steht da. Okay, okay. Ah, ist egal. Warte, wo sind wir denn? Wir sind hier. Da steht der Backlog. Und dann haben wir hier ein auf Async, weil es ja ist ja ein Observable oder ist ein Promise. Man weiß es nicht. Das gleiche haben wir dann hier natürlich genauso. Ja. Da müssen wir gleich mal gucken, warum das andere jetzt nicht mehr funktioniert. Und wir wollen natürlich auch dann haben. Okay, if. Ah, warte. Das muss ich auch gleich nochmal fixen hier. Warte, ich mach's erstmal so. Okay. So. Und ein Fragezeichen muss sein. Sehr gut.
Okay, ja, alles klar. Was haben wir noch? Okay, das hier ist im Prinzip genau dasselbe. Dann müsste ich hier noch sagen. Und hier haben wir noch woanders dasselbe, genau, bitte. Kann ich das nicht copy-pasten, Alter? Und dann müssen wir gleich mal uns das andere noch angucken hier, diese Events. Warum der hier sagt, hey, Task, Event. Er sagt, hey, Task, any is not. Moment, seit wann ist das denn hier ein Observable? Okay, gucke ich mir gleich an. Oder steht da noch was drin? Drop Event. Ach so, ah, hier. Das muss hier natürlich genauso dann passieren, ne? Genau, okay. Das ist Data. Das heißt, die haben hier auch Async. Okay. Warte. Und jetzt will ich wissen, was steht da drin? Er sagt, hey, Task null any. Task null passt nicht zu Task. Ja, gucken wir gleich. Ach Scheiße. Ich hasse die. Das ist der Grund, warum ich die Async Pipe manchmal hasse. Ne, weil die eben einen Null macht, ne? Dann. Ja, also das Ding ist, die würde schon funktionieren. Ne? Das Problem ist einfach nur, dass eine Async-Pipe kann auch ein Null zurückliefern. Ne? Das heißt, die sagt dann hier, hey, wir liefern das jetzt aus als eben, ne, als da kommt quasi ein, warte, ich zeige euch, wie die Methode drop. Ne? Also hier, so. Ne? Dann steht drin, hey. Das ist quasi das hier. Ja, das passt auch. Eigentlich nur die Async Pipe, die macht eben daraus ein, hey, es könnte ja auch, also dieses Ding hier, ich könnte ja auch ein Null sein. Das ist eben das Problem bei einer Async Pipe. So, ich mir erstmal die Nachrichten schicken. Welche Pipe ist genau? Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwie was umbauen können. Hat er hier irgendwas geändert? Nee, ne? Guck mal, es sieht bei ihm auch komplett anders aus, ne? Ah nein, das ist das Online-Ding. Okay, alles klar. Aber trotzdem müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gefixt kriegen, ne? Das HTML-Ding. Warte, 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 warte. Können wir nicht wie sowas machen wie ne Scheiße, wie geht das denn? Ja, das ist mein Dingens. Das ist mein Color Scheme ist das ich hier benutze. Deswegen sieht er so rot aus. So, also Edit ist okay, war das, ne? Warte, ich muss aber gucken. Wo hatten wir jetzt gerade das Problem? Wir haben das Problem bei Drop. Im Prinzip nur bei Drop. Genau. Das heißt, Drop könnte an der Stelle ein sowas. Okay. Das heißt, wir müssen die Typisierung so weit ändern, dass wir sagen, hey, es ist entweder sowas oder Task. Oder null. Thank you.
Müsste das nicht so gehen? So, ne? Und das heißt, wenn das juicy ist, dann geht er nur rein. Ansonsten macht er nichts. Ja, stimmt, ne? Scheiße. Warte, das krieg ich hin. Ich krieg das hin. Pass auf. Weil es kommt ja quasi ein Drop. So, warte. Dann wird gesagt, hey, wenn Scheiße, was steht hier? Steht drinne? Is possible null, genau. Ach, scheiße, Mann. Okay. Das war einfach, oder? Zu einfach. Warte, gehen wir rein. Alles grün. Okay, dann gehen wir mal. Scheiße. Hier war es gerade nicht sehr glücklich. Das Ganze. Warte, gehen wir einmal in unsere Dingens rein und weiter. Habe ich gemacht. Jetzt auf meine Firebase Datenbank gehen. So, Konsole, erzähl mir einen Fehler, bitte. Oh, warte, er hat die Connection zum WebSocket vergessen. Okay, alles klar. Das heißt, Event Container passt nicht. 126 in der Kanban Component. 126. Ach, guck mal, es wird sogar noch rot angezeigt. Hallo, was ist hier los? Ah, warte. Weil er sagt hier natürlich, hey, es könnte ja null sein, ne? Ist leer. Und hier? Aber, hä, Moment, musst du jetzt nicht übers zu. Warte, ich versuche mal. Ich sag mal, hier kommt rein Mu. Und dann kommt hier rein Q. Da. Nimm die hier. Okay. Hat das gemacht? Network. Ich weiß nicht, was das heißt.
Okay, checken wir hier drinne. Aber hätte er es nicht updaten müssen jetzt automatisch? Oh. Oh. Warte. So, warte, jetzt nehme ich den und schiebe da hin. In Progress. Okay, warte. Also es heißt, es funktioniert, ne? Es funktioniert sowas und dann sagt er, hey, Document, bla bla bla, Payload, Writes, und dann macht er irgendwas und sagt, hey, super, jetzt hat alles super geil funktioniert. Was auch immer das hier alles bedeutet. Okay, alles klar. Also das Reinschreiben hat funktioniert. Achso, ja. Okay, macht er jetzt wirklich, ich muss jetzt mal, okay, egal. Egal, das kriegen wir gleich hin. Wir gehen zurück da rein. Ne? Das heißt, wir haben es hinbekommen, dass er uns jetzt die Sachen einträgt. Okay, optimale Updates, optimale Updates verbessern. Was soll man das bedeutet? Okay, das heißt, wir haben es eingebunden, erkennen nach 3 Stunden Debugging, if undefined log something, schreibt leider keine Logs. Ja, das Problem ist, wenn du fragst undefined, dann ist das ja quasi, er weiß ja nicht, ob das undefined ist, weil das ist ja undefined. Aber das heißt, okay, du musst quasi grundsätzlich erstmal was locken. Okay, in der App werden derzeit optimistische Aktualisierungen durchgeführt. In Firestore ist unsere Quelle der Wahrheit eingetragen. Gleichzeitig liegen uns aber lokale Kopien der Aufgaben vor, sodass ein Observable der Sammlung ausgegeben wird. Erhalten wir eine Reihe von Aufgaben. Wenn eine Nutzaktion den Status geändert, aktualisieren wir zuerst die lokalen Werte und übertragen die Änderung dann in den Fall. Achso, genau. Wir packen es ja rein und dann wird es quasi auch dann wahrscheinlich connected irgendwie, ne? Genau. Je nach Anwendung, aber wir müssen in jedem Fall dafür sorgen, dass der Status konstant bleibt, bis unsere Daten aktualisiert sind. Aha. Wir können BehaviorSubject nutzen, um den ursprünglichen Server von ValueChains zu erfassen. Im Hintergrund behält BehaviorSubject ein änderbares Array bereit, das das Update von TransferArray-Item fortsetzt. Moment, ich muss das einfach verstehen, ey. Okay. Zur Implementierung einer Fehlerbehebung müssen wir lediglich die App-Component aktualisieren. Ach so, das heißt, wir bauen jetzt so, hey, holen wir einen Observable daraus. Dann sagen wir, hey, wir legen einen Behavior-Subject an. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen das und subscribe und sagen Subject Next. Und wir return dann das hier, das Subject. Ach so, und erst nachdem quasi die Collection sagt, hey, es hat sich was geändert, erst dann updaten wir quasi dann das Subject. Okay, habe ich verstanden. Ja, also genau, wir geben die Collection rein und sagen, hey, die Collection, wollen wir drauf hören? Wenn die sich geändert haben, dann schreiben wir es zurück einmal in diese Liste rein. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Habe ich tatsächlich verstanden, unfassbar, oder? Okay, das ist die Kanban-Component. Das heißt, wir gehen jetzt oben hin und wir legen uns unsere Methode dahin. Okay, ne, das ist Angular Firestore Collection Compat. Ja. Behavior Subject nehmen wir auch. Aus RxJS, okay. Okay, das haben wir das. Das heißt, wir machen hier nur noch. Guck mal, as observable. Das können wir dann auch dann an der Stelle auch schon sparen, oder? Ne, brauchen wir trotzdem.
Okay, warte, ich muss kurz das hier machen, genau. So, das. Dann gehen wir da hin und sagen, hey, wir sind da und sagen, das hier, machen das auf. Und dann gehen wir eine Zeile, noch eine Zeile runter. Und nach da. Ja. Hat ja nicht ganz so geil geklappt, ne? Aber egal. Warte. Also, kriegen wir hin. Warte mal. Was ist denn von mir? Er sagt, das funktioniert nicht. Was habe ich da genau gemacht? Wir gehen das da rein und sagen, hey, das. Wir machen, achso. Das Value Changes wollen wir gar nicht haben, sondern alles klar. Ja, okay, habe ich verstanden. Weil das Value Changes das jetzt da oben ist. Okay, alles klar. Dann sagen wir, nimm das und das und schmeiß es weg. Und speichere das mal. Oh, viel, viel besser. Okay, genau. Also wir basteln uns, ne, wir haben so eine Methode uns gebaut, die uns quasi ein Behaviors-Object stattdessen uns zurückliefert. Und wir geben da eben die Collection rein. Und jedes Mal, wenn eben die Collection sagt, hey, wir haben was Neues gemacht, dann machen wir da einfach nur ein Next mit dem Value. Okay? Das heißt, jetzt zeigen wir nicht mehr das an, was in dem Store drin steht, also in der Collection drin steht, sondern wir zeigen das an, was in dem Behavior Subject drin steht. Und zwar wird das immer erst abgedatet, nachdem die Collection sagt, wir sind fertig. Ne? Also kein Optimistic Update. Okay, verstehe ich. Na, warte, ich möchte hier aber nochmal, einfach nur, weil das cool ist, sage ich Next, Doppelpunkt. Und ich mache hier auch nochmal das Ding zu. So. Aber hey, warte. Wir brauchen noch gar nicht das hier, ey. Es ist so ähnlich wie Share Replay 1 und Start with. Genau, ein Behavior Step Check ist im Prinzip oder mit dem, ja, ähnlich. Also mit dem Share Replay kannst du dir ein, genau, Share Replay 1 sagst du immer, hey, du kennst immer den letzten Zustand, ja, und genau, Start with 1, ja, genau. Ja, boah, krass, ich musste gerade beim Reden irgendwie nochmal, hat mich mein Gehirn daran erinnert, dass das richtig ist. Okay, ja, doch, ist richtig. Also, genau. So. Genau, so. Also wir sagen, hey, wir übergeben ihm hier, das hier ist ja der Observer, wir sagen, hey, als Next-Funktionalität übergeben wir diesen Callback hier, diese Lambda-Funktion, wenn die wird aufgerufen jedes Mal, wenn eben Next hier rauskommt. Okay, genau. Übrigens, das hier ist die neue Schreibweise, ne? Die wird ab der nächsten Version von ArcGIS quasi wahrscheinlich die einzige sein, die noch da ist. So wie es vorher war, hätte es auch funktioniert, ne? Es war ja so, dass wir, warte, ich folge mich gerade jetzt um Kopf und Kragen rede, ne? Ich mache mal hier sowas. Also, ne, gerade eben war ja noch das Ding, dass das hier quasi unsere Funktionalität war. Ne? Also so hat die ausgesehen. Okay? Und wenn ich speichere, sagt er, hey, alles super. Ne? Das heißt, wir haben einen Callback drin, ne? Der wird dann quasi als Next Callback genutzt. Das bleibt auch gleich, ne? Genau, keine Kurzschreibweise mehr mit mehr bis zu drei Argumenten. Genau, du kannst, wenn du nur auf ein Signal hören möchtest, also nur auf das Next-Signal hören möchtest, dann kannst du das immer noch so schreiben. Ja? Ich gehe mal dahin, müsste da auch irgendwo drin stehen. Genau, und zwar, das ist immer noch so, dass du quasi auf das Next hören kann, aber sobald du sagst, hey, ich möchte auch die anderen haben, ne, also du machst hier Komma separiert, das ist deprecated. Ja, das heißt, du kannst nicht mehr irgendwie sagen, okay, Next Signal verarbeiten, Komma, Error Signal verarbeiten, Komma und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Also du kannst nur noch entweder ein Lambda übergeben oder ein Observer. Der müsste irgendwo da unten sein. Genau, das hier, ne? Also Observer
Genau, Observer or Next. Das ist das Ding. Das kannst du quasi dann machen. Ja, ich hatte ja gerade mir einen neuen ArcGIS-Workshop gebastelt und da habe ich dann über die ganzen Deprecations, die jetzt kommen, ne, habe ich irgendwie gesehen, die jetzt alle kommen. Da wird ganz schön viel aufgeräumt, weil gerade bei den Operatoren und so. Macht aber immer mal Sinn, sich dann nochmal durchzulesen. Okay, habe ich gemacht. Ne? Das heißt, meine Applikation sollte jetzt auch hier drin arbeiten. So, wenn ich sage das. Guck mal, es geht ein bisschen langsamer, ne? Okay, sehr gut. Guck mal, jetzt könnte man noch so wie bei Jira oder so sagen, hey, du darfst nicht vom Backlog auf Done gehen. Ja. Da wird viel auch optimiert, ne? Gerade was das angeht. Aber ja, ist total sinnig auch, finde ich. So, warte. Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt es hinbekommen. Hier sind hier. Okay. Haben wir gemacht, genau. Das heißt, als nächstes fehlt noch Flasche leer. Müsste das machen. Sie müssen Produktionsumgebung freigeben. Erstellen Sie App mit der Produktionskonfiguration, indem Sie die Konfiguration breiter optimieren. Okay. Okay, machen wir. Es hätte man auch irgendwie einfacher. Also, Sie müssen die gleiche Konfiguration auch bla bla. Ach, egal. Ich gehe auf Environment und sage, also das Objekt hier brauchen wir natürlich auch hier drin. Speichern. So. Und jetzt kann ich da drin sagen, ng-deploy, einfach nur. Erstellen Sie Ihre App mit Produktionskonfiguration, indem Sie die Compile-Dauer optimieren. Anwendungen in Firebase Hosting bereitstellen. Gibt es ja nur das und bla bla und so weiter. Okay. Eine produktive App. Was heißt, man hat andere Firebase-Config? Warte, dann muss ich da vielleicht dann hin? Warte, das war hier, genau. So. Das heißt, veröffentlichen. Nein. Warte, wo sind wir denn? Hosting. Ist das Hosting? Ja, ne? Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Firebase Deploy. Ja. Aber dann ist das doch die gleiche, oder? Warte, ich. Ja, also, wir müssen nur ihre Anwendung bereitstellen. Ja, aber wo kriege ich ihn her? Weil in meiner. Ja, genau, okay. Ach so, ich hätte dann zwei verschiedene Applikationen, ne, oder zwei verschiedene Projekte bei Firebase, meinst du, ne? Das heißt, ich hätte einmal hier Firebase und Firebase Dev oder so, ne? Okay, alles klar. Jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, da würden andere Tokens und sowas rausgegeben, aber nein, okay. Sehr gut, danke. So, das heißt, ich beende das mal hier und ach ja, nochmal. Und jetzt sage ich ng die. Warte, ich will erstmal. Ich komme bitte das nochmal, ne? Also, wir kommen, genau. Also, ich komme bitte die ganzen Sachen hier mit rein, ne? Also, ich pushe die noch nicht, ich pushe die erst nachher. Das heißt, Sie können da natürlich gerne reingucken, aber da wird nichts drin stehen. Also, das Projekt wird nachher nicht mehr existieren, ne? Das heißt, Sie müssen sich danach ein eigenes Projekt quasi generieren. Ich werde es dort einmal einfach löschen, das Projekt wieder. So wie beim letzten Mal auch, ne? Warte, was wollte ich machen? Ich wollte committen und zwar yeah, Tutorial hat
funktioniert. Irgendwie. So. Okay, Sync machen wir nachher. Okay, alles klar. So, das heißt, deploy. Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Cannot find deploy target for the specific project. Achso, ich möchte gerne nach Firebase. Hä, was habe ich doch gerade gemacht, ey? Das habe ich doch vorhin gemacht. Ah, okay. Deploy Hosting. Ja, ich mach das mal hier. Mal gucken, was er jetzt sagt. Okay, welches möchte ich? Ich möchte, das war dieses hier. Ich habe ja nur das hier, also nehmen wir das hier. Update, bla 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 und so. Ne, genau, ja. Es ist schon ein bisschen, es sind ja nur Dokumente, ne? Eine dokumentenbezogene Datenbank. Also irgendwas Eigenes, ne? Also nichts Relationales so. Das ist ja, es ist spannend, ja. Aber da habe ich sie jetzt quasi gedingst. Open. Site not found. Warte, dann mache ich einfach nochmal so, ne? Ach, guck mal, jetzt steht hier auch was drin, ne? Dist kann man feiern. Er baut das jetzt und dann schiebt er es hoch. Okay, alles klar. Ng-deploy. Alter. Ja, aber genau, da hatte ich jetzt letztes Mal ja auch schon so drüber, bin ich auch schon drüber gestolpert, ne? Dass das eben keine, so, dass überhaupt keine Relationen drin sind in den Sachen. Das ist natürlich schon spannend dann sowas, ne? Was sagt denn Firebase RC eigentlich? Hm. Ja, super. Da irgendwo Fire Deploy. Da Production, das, das. Okay, alles klar. Wir sind gespannt, ob es dann gleich funktioniert. Okay, dann, das heißt, als nächstes muss ich mir das hier angucken. Ne? For Firebase Authentication Discovery ist ein Angular Module. Include the Angular component and service that allows to authenticate. Okay. If you prefer to deploy your bootstrap rather than the material, please check this project. Okay. Build by and for developers. Und Herz. Sehr gut. Do you have any questions? A question, please do not hesitate. Ja, machen wir. Ich meine, haben wir ja gemacht, ne? Wir haben dich ja direkt hier mit ins Stream reingekriegt. If you like this project, support by star. Natürlich. Warte, du kriegst. Ist von mir schon ein Stern vorweg, okay? Ohne dass ich das quasi ausprobiert habe. Einfach nur dafür, dass die Dokumentation hier schon so geil aussieht. Ne? Das finde ich schon mal ziemlich geil. Das schon mal so, okay.
Right to use any framework libraries can support. Warte, ich Demo Screenshot und zwar Installation. So. Installation. Oh, eine Schematic hat er auch drin. Warte, kriege ich noch einen zweiten Stern da hingepackt? Nein, geht nicht. Schade. Also spätestens jetzt hättest du den Stern bekommen, okay? Schau, deine anderen Libraries. Okay, ich guck mir nachher auch deine anderen Libraries an, ne? So, ng-add, das nehmen wir auf jeden Fall. So, deploy complete. Okay, warte, jetzt geht's ab, pass auf. Site not found. Warte, was muss ich machen? Wahrscheinlich dauert wahrscheinlich ein paar Minuten, ne? Hatte ein paar Fehler beim letzten Update. Trotzdem, Schematic ist cool. Okay, öffne mal. Funktioniert immer noch nicht. Hosting, Download, noch nichts. Also, das heißt, wahrscheinlich dauert es einfach nur eine Minute oder so, ne, bis das Ding da ist. Steuerung F5. Ja, ich mach die mal auf. Die Firebase JSON. Die hier. Genau, da steht sowas drin. Worauf musst du denn achten? Was ist denn falsch? Ah nein, okay, sehr gut. Ja, ich glaube eher, dass der einfach hier der Cache nicht wie abgedatet ist von dem, ne? Genau, Rewrites habe ich auch da unten. Alles soll auf die Index. Genau. Warte, hier in der, oder nein, ist er nicht, okay. Wahrscheinlich dann hier, ne? Firebase Console, hier bin ich. Achso, im Ordner. Okay. Firebase. Habe ich nicht. Hier bitte nicht. Hier gibt's oder übersehe ich da gerade was? Oder, ach, warte, hier ist noch ein Firebase-Ding. Da ist noch sowas. Hosting Cache. Das ist nur mein Bild, ne? Dist Campanfire. Okay, geh bitte kurz. Ja, wohin? Ah, okay. Da. Und dann Hosting, da bin ich gerade, ne? Okay, warte, ich gehe mal hier auf Hosting. Acht Dateien. Genau, 8 Dateien, ne? Oder kann ich hier auch auflegen? Passiert was? Nein. Aktuell. Habe ich gemacht. Ich habe es gemacht. Versionsspeicher. Einstellung, okay. Habe ich auch 8 Dateien im Dist? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, und die Index 7. Oder was? Warte, wie kann ich das? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, aber die Index ist nicht hier, aber egal. Wenn du sagst, es passt. Warte, kann ich da? Mehr macht er nicht. Warte, das. Ja, ich warte. Das ist schon sehr merkwürdig, ne? Seit wann gibt es keine Index mehr im Dist? Also das behaupte ich mal, dass das falsch ist. Weil wenn ich mir jetzt, gucken wir uns mal das hier an. Dann sagt er hier ja uns. Ne, warte, aber er sagt 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Irgendwas hat ihn gerade voll gestört. Das er hat abgebrochen. Er hat abgebrochen und macht trotzdem ein Deployment. Warte. Aber wieso ist das in 1,7 MB? Was habe ich denn da drinne? Ja, aber ich meine, hä, welches ist das? NMB, okay, warte. Dann machen wir zum, aber ich wundere mich schon, bis trotzdem, ne, dass er das macht. Und vor allem, warum sind das 1,7 MB? Ich habe da nichts gemacht da drin. Da ist doch nichts drin. The Old Gamer, vielen Dank fürs Folgen und willkommen. Okay, warum, genau, wie gesagt, die Frage ist jetzt an der Stelle, warum Funke Oskar? Ich gehe davon an, dass du Oskar Funke heißt. Vielen Dank fürs Folgen und willkommen. Genau, also das ist schon mal irgendwie eine interessante Geschichte, ne? Warum? Oh, was geht hier ab? Es geht hier ab. Vielen Dank, Anthony. Freue ich mich. Genau, also warum ist das? Warte, ist das wirklich nur? Warte, ich könnte eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, warum die Applikation so groß ist, ist, weil ich ja Material drin habe, ne? Was da ja irgendwie was reinpackt. Dass das irgendwie nicht richtig getreeshaked wird oder so, ne? Mami Chaos, ich hoffe, du hast trotzdem Spaß. Ich hoffe, dir und deinen Kindern geht's gut. Und vielleicht sieht man sich nächste Woche. Du musst mir nochmal sagen, in welcher Stadt du wohnst. Ich bin demnächst ein bisschen häufiger unterwegs wieder. Ich bin jetzt in Essen, in Paderborn und ich glaube, in Dortmund bin ich demnächst. Also, was heißt demnächst? Innerhalb der nächsten 3 Monate, ne? Dann könnt ihr gerne mal irgendwie Bescheid sagen, wenn ihr in einer dieser Städte wohnt. Dann, und in München bin ich. Oder was heißt München? In Bayern auf jeden Fall. Herzogenaurach bin ich demnächst. Dortmund. Ja, warte, dann pinge ich dich natürlich an, wenn ich da bin. Ne? Ich muss mal gucken, wann. Aber ich glaube, das ist im Januar, bin ich wieder. Dann sage ich dir Bescheid. Göttingen. Da bin ich leider nicht. Aber Göttingen ist ja nicht so weit entfernt von. Was ist denn in der Nähe? Göttingen, Mist. Aber gucken. Paderborn. 1,5 Stunden, okay. Ja.
Hamburg. Wir sehen uns morgen, oder? Genau, alle Hamburger, die da sind, morgen ist Meetup. Bei Check24 sind wir. Und wir werden bei dem, wie heißt das nochmal? Bei dem Dinges mitmachen, ne? Bei dem bisschen Hacktober. Oh, Alter, mir voll gerade so Wortfindungsstörung. Jo, sehr gut. Das ist gut. Ich werde aber nicht so lange bleiben können. Das heißt, ich bleibe nicht bis zum Ende morgen, weil ich dann nach Hause muss und meine Frau unterstützen muss. Weil die nämlich dann übermorgen arbeitet. Und dann muss sie immer früh ins Bett. Weil sie ganz früh aufstehen muss. Also richtig früh. So, warte, jetzt aber, ne? Jetzt gehen wir dahin und sagen, zeig mal. Letzte Update, also 21:51 Uhr war das gerade eben. Jetzt musste ja 22 Uhr stehen. Also, ah, genau, hier so. Aktuell, bereitgestellt. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und sage, zeig mal. Ach, zur Info, ich soll jetzt irgendwo zur Info? Welche Info? 10 Dateien. Okay. Okay, ja, sehr cool. Das heißt, ich kann dann irgendwie auf die alte Version gehen und so, ne? Ja, sehr cool. Aber jetzt müssen wir mal gucken, warum. Ah, es war einfach nicht fertig. Das heißt, jetzt könnt ihr alle hier auf der Seite ein bisschen. Aber nee, wenn ich das Projekt lösche, dann könnt ihr es ja auch nicht mehr benutzen, ne? Aber jetzt habt ihr gesehen, wie man das Ganze dingsen kann. So, warte, jetzt haben wir deployed, ne? So, das heißt, ja, Angular Material hat mir, glaube ich, echt gerade hier das Budget kaputt gemacht. Aber egal. Ja, okay, das ist bestimmt sehr cool, ja. Okay, also, jetzt will ich natürlich noch das mit dem mit deinem Projekt oder mit deinem Tool da testen, ne? Also das hier. Also als erstes nehmen wir das hier. Das muss ich ja quasi naja, ist das sowas. Das heißt, wir checken das. Okay, updaten. Searching Versions. Und like, ja, habe ich gesagt. Jetzt wird's spannend. Na, jetzt mache ich noch die Authentication rein. Genau, ich habe im Moment nur Google als Authentication angemeldet dort oder eingegeben. Das heißt, als Methode. Dachte ich. Schönen Abend, Stefan. Warte, das ist Angular Fire. No. Warte. Firestore Database. Das war doch das, ne? Genau. Das hier. Das heißt, ne, da Authentication. Dann mache ich das hier auch. Ah ne, das habe ich bei der anderen gemacht, ne? Genau. So, mach mal und speichern. Am besten nein. Ja, auch mache ich dann. Aktivieren. Speichern. Guest auch. Ja, so lange das hier. So lange wird das ja nicht funktionieren. Also wird es ja quasi. Okay, oder habe ich gemacht. So. Oh, aber eine Version hier, ne? Du wolltest nicht mit den Angular-Versionen hochgehen? Also, guck mal, wie viel, warte, ich muss kurz gucken. Byte and Bits. Vielen Dank fürs Folgen und willkommen. Warte mal, deine Library hier, ne? Genau, hier. Muss ich mir natürlich auch gleich direkt angucken. Ja, da will ich hier gleich mal gucken, was der so NPM-mäßig macht. So, hier, da ist er. Das Ding, ne? Okay, ja, cool.
Okay. Ja, guck mal, ein paar Downloads hast du, ne? Mal geh mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Ja, cool. Auf jeden Fall. So, warte, jetzt muss ich hier natürlich. Ich wollte unten gucken bei dem Sign Up, Sign In, Sign Okay, haben wir gesehen. Install. Da sind wir. Per Dependency will be automatically added to the package JSON and installed. Will be automatically imported. Sehr gut. Ich schaue den auf jeden Fall, warte, das mache ich jetzt. Ne, wo du mich schon so mehrfach wie jetzt darauf hingewiesen hast. Dann, okay, das hier. Material Extension, Password Strange. Okay, das. 44 Repositories. Ja, sehr cool. Matrix Virtual Angular Library simplifies generating. Okay, NGX Validate. Warte, du bist NGX Validate. Warte, Open Source Validation Library. With Annotation Services. Warte. Habe ich die schon gesehen? Nee. Nein, ist das nicht die. Ich dachte gerade. Angular Material Extension. Ja, gucken wir gleich an. Ionic Out, genau. Oh, du hast ein Sponsoring, Alter. Sehr cool. Von Jeff. Sehr cool. Payment Card. Muss ich auch angucken, ey. Die cool, ne? So, ja, mal gucken. Ne? Also, du hast hier, okay, also du sitzt in Göttingen, du hast Anthony, das ist deine Webseite, dein Twitter-Handle, für alle, die bei Twitter sind, folge ich dir schon. Bestimmt, oder? Folgen. So. Dein Sponsor. Das ist das privater Sponsor und Tech-Partner. Aber das ist cool, ne? Dass du hier, dass du von ihm einmal gesponsert wirst, sehr cool. Also, warte, jetzt muss ich natürlich mal gucken, hier das. Okay, Anchor Material Extensions. Okay. Achso, das hier ist deine Organisation. Ja, cool. Ja, cool. Auch sehr cool. Dann gab natürlich gab es Traffic, ja, ne, oder? Weil das, ich meine, natürlich geht dann echt immer schon mal richtig steil, so wenn Jeff einen so erwähnt, das ist cool. Ich habe ihn irgendwie, ich kannte den gar nicht, ganz lustigerweise. Und ich habe ihn dann irgendwie in Mountain View habe ich ihn getroffen, so oder nee, nicht Mountain View, auf dem Google Campus. Ja, schick mir noch mal das Video rein. Das war auch immer sehr lustig. Zu treffen oder so, ja, das ist der und der. Ich so, wer? Das wird verstehen. Okay, warte. Zurück. Zurück zu meinem, zum Ursprünglichen. Ja? Ich will ja das noch zu Ende kriegen. Okay, das haben wir gemacht. Das heißt, er sollte jetzt durch sein, richtig? Er sagt. Ah. Okay, alles klar. Das ist, das sagst du, das ist der Fehler, ne, den du hattest. Dann machen wir das so. Ab Minute 7. Ja, sehr cool.
Okay, also deine Schematics sind noch kaputt. Okay, genau, okay. Welches ist das? Sign in US Angular. Okay, warte, das muss ich. Aber ich meine, 111.000 Views, auch schon ziemlich cool. Was ist hier los? Dependency Tree. Was möchte er denn? Ach so, weil er sagt, er ist schon übers installiert und es hat einen Fehler gegeben. Okay. Ich schmeiß noch mal raus. Okay. Aber es ist Angular 14 fähig, ne? Sagst du? Ah, Angular 13, 12, 13 friendly, sagst du? Das heißt, es gibt schon Pull-Requests für Angular 14? Ja, es gibt schon ein paar Pull-Requests. Sollte mit. Okay. Ah, deswegen das Force. Okay, alles klar. Sehr gut. Okay, also ich installiere das. Danach muss ich die noch. Also die habe ich ja schon alle installiert. Das Flex Layout wahrscheinlich muss ich nachinstallieren. Der Rest ist ja schon drin. Und Firebase habe ich auch schon. Schon wieder? Nee, macht er nicht. Aber Firebase hat auch nicht installiert bei mir, ne? Genau. Okay, also er mag nicht die 13, die 14er Version haben, auch mit Force nicht. Warte, okay, warte, was machen wir? Was machen wir? Ja, aber ohne Witz, voll krass Dokumentation und so, weißt du? Ja, genau, er blockt das eben, ne, weil er eben sagt, hey, 13x. Ne, also wenn er jetzt stehen würde, größer, kleiner und so weiter, dann würde er das irgendwie auch mitmachen. Den Kram. Ah, ätzend. Warte, was meinst du, wann ist er. Das als extra Befehl dahinter oder was? Oder als Flag dahinter. So. Wir gucken mal.
Sie schon wieder, weißt Sie schon wieder, weißt du, voll die ganze Zeit so, hey, was machst du so und so, voll alles ganz easy und so. Unfassbar. So, Installation. So. Das heißt, wir brauchen noch. Ja, kein Stress. Das heißt, sie machen hier auch wieder dieses Ding dahinter, ne? Das haben wir ja gelernt, ist gerade so. Legacy. Okay. Aber das und genau, aber hier will ich nur das Flex Layout haben, ne? Den Rest habe ich ja schon. Okay, das habe ich jetzt noch. Und hier fehlt noch Firebase, genau. Ja, okay. Das habe ich gerade nachinstalliert, oder? Ja, genau. Also ich glaube, es macht eher Sinn, wenn du deine Schematics irgendwie fixst. Du kannst es ja als Hotfix irgendwie reinschreiben, sagen, hey, aktuell gibt es einen Bug da und da und machen wir so. Ne? Also wenn du als Issue, als Kommentar reinschreibst, dann ist das, glaube ich, okay. Okay, so, warte. Das heißt, wir sind jetzt hier. Ne? Das heißt, wir brauchen als nächstes, brauchen wir das in unserem Projekt. Bin gespannt. Wir machen das hier. Genau, da würde es ja normalerweise dazu packen, ne? Warte. Aber packst du es einfach nur so rein oder kommt da nicht noch sowas wie ein For Root oder so? Ah, alles klar. Ja, hab ja nichts gesagt. Ah, das ist das gleiche, was auch wir. Ja, okay. For Root und dann das Firebase-Gedöns, ne? Halt, so, und dann kommt das da rein. Sagen wir ihm, hey, nimm mal bitte das hier. Okay, haben wir gemacht. Dann steht so eine. Okay, einfach so benutzen, ne? Nicht nur for child, sondern einfach so, okay, alles klar. If you're using system, okay, brauche ich nicht. War das denn gerade? Warum wird das so laut?
Okay, dann haben wir hier eine Konfiguration. Your App Name. Warte. Configuration. Ja, habe ich gerade gemacht. Sehr gut, so muss das. Okay, Your App Name Factory. Brauche ich das hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier irgendwo hinkommen, wo es auch okay, Open Source Library, genau, Usage. Warte, ich mache mal ganz wildes Copy-Pasten hier jetzt mal. Da. C-Demo, ja, habe ich gesehen. Aber warte mal. Hier ist die Toolbar, ne? Und die wird einfach nur. Hier einfach nur eine kleine Helper-Methode, damit wir Konsole-Log machen können. Okay, speichern. Print Error. Deine Dokumentation hat ein Problem. Du willst hier ja auch den Dollar Null übergeben, den Dollar Error. Dollar Event übergeben, genau. Okay, so, das heißt, wir haben das. Okay, haben wir das. So, dann haben wir das. Alles klar. Aber kann ich, sehe ich jetzt schon irgendwas in meiner Applikation? Wo ist denn dies hier? Okay, so. Das heißt ja nicht, warte, ist ja gerade nicht am Laufen. Okay, cool. Achso, das ist die Demo, genau. Das ist das hier, Sign in. Firebase User, not Login. Registration, Login. Ah, okay, das sind die ganzen einzelnen Komponenten, die ich dann quasi drin benutzen könnte. Okay. Login Role. Kader. Nice. Okay. Genau, also das ist ja die Komponente, die ich eigentlich habe, ne? Sign in, Register. Sign in. Und das. Und das war das hier, ne? Genau so. Mal gucken, was haben wir hier? Login. Genau. Hat die auch Events wahrscheinlich, ne?
Okay. So, warte. Mein Fehler. Okay, warte. Was liefert er denn hier raus? Er sagt hier. Oh, bitte. Okay. Warte, dann mache ich das erstmal, weil ich nicht weiß, was das ist. Ein Any da rein. Genau, Strict Mode, ne? Ignorieren wir. Sehr cool. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mach Google. Okay, das heißt, dann habe ich da irgendwo so einen Service, über den ich dann mitkriege, dass das Ding irgendwie, dass ich eingeloggt bin, ne? Wahrscheinlich. Warte, jetzt muss ich in die Dokumentation nochmal reingucken. Das war hier, ne? Genau. Steht im Blog, okay, ja. Authentication Guard. Okay, genau, den brauche ich natürlich auch dann später dort, um irgendwie das zu regeln. Okay, ja. Gefällt mir. Also ich mag, dass es ist ja mal wirklich mehr oder weniger ein No-Brainer, ne? Also dass es das dann funktioniert. Login Guard. Login Guard, der kommt aus der, ne, aus der kommt wahrscheinlich aus der, genau, kommt aus der Library, okay. Support das. Okay, und okay, das heißt, oder in der Dokumentation heißt, oder dann gucke ich mal rein. Warte, jetzt gehe ich wieder mein Webdave-Weg, okay? Warte, also, wir haben das hier, ne? Dann würde ich natürlich wissen, was hast du noch da drin? Das heißt, sie haben ja einen Output-Test-Service. Sign in Process, sein okay, das Layout, Logged in Guard. Okay, immer nach Service suchen. Out Firestore Syncs Out Service. Okay, was kann der? Der kann Config, Snackbar, Firestore. Kann der? Okay, User oder Null. Sehr cool. User, Firebase User. List to user. Reset Password, sign in, sign out. Oh, sehr cool. Gefällt mir. Show Toast, Notification. Okay, ja, cool. Das heißt, den hole ich mir jetzt. Warte. Nein, möchte nicht. Ach, Mist, das habe ich für den Namen vergessen. Ah, egal. Doch, hier ist er noch. Ich habe ihn hier noch. Hier. Out Service, so. Das heißt, ich gehe in meine Komponente rein und sage hier, Konstruktor. Und dann sage ich so, ne, hey, also ich brauche den mal den Private Out. Und das ist der hier. Genau, hol den mal daher. Und dann will ich natürlich hier drinne wissen, also wenn der User da ist, dann okay, warte. Dann sage ich hier drinne User Dollar ist gleich this Punkt out Punkt warte, wie war das? War nicht ein User, den ich mir angucken kann? Oder ist der private? Ach, der ist private. Ja, aber der ja nicht. User Dollar. Ja, sehr geil. Das heißt, ich packe hier rein jetzt, okay. Dann sage ich hier drinne Stern ng if
Ne, zeigen wir natürlich nur an, wenn der User Dollar und wenn nicht, ne? Also wenn es kein User gibt. ngif, wenn nicht, das ist richtig, oder? Ich invertiere das. Ich glaube schon. Bin mir gerade unsicher. Okay, ich bin eingeloggt. Scheiße, ich kann mich mehr ausloggen. Ja, sehr geil. Warte. Aber da, dann mache ich hier quasi einen Button hin. Genau, warte, ich packe hier erstmal nur so einen Bescheidsbutton hin, ne? Ein Button. Und hier mache ich das gerade umgekehrt, ne? Das sage ich, den zeige ich nur an, wenn der User da ist, ne? Und dann heißt das Ding quasi Logout. Ja, und dann gibt es hier eine Methode, die heißt, da hören wir drauf, Klick. Und dann sagen wir, Logout. Und die Methode legen wir natürlich gleich an und sagen hier drinnen dann, ich mag das, ich mag den Service so, also deine Dekonstruktion und davor, der ist super geil, sehr cool. Ne, wie Angela gerade sagte, coole Sammlung auf jeden Fall, und das Ding finde ich schon sehr sehr cool. Das heißt, wir sagen hier out Punkt Update Profil. Warte, wie kann ich mich denn, wie logge ich mich aus? Ist das Sign Out? Ja, ne? Ja, es müsste Sign Out sein, ne? Sign Out ist quasi einfach nur, das hier, genau. Dann müsste der hier updaten und dann müsste er das zeigen. Okay, da sind wir gespannt. Okay, wo ist mein Button? Achso, der Button ist nicht da, weil... Habe ich ihn gespeichert? Geiler Fehler. Logout. Tada! Hammer, oder? Ja, sehr cool. Gefällt. Genau, das müssen wir dann auch noch irgendwie fixen und so. Hey Mann, wo ist mein Button? Aber ziemlich cool, also ich mag das. Ziemlich gut gemacht. Sehr, sehr cool. Ja, also, genau. Genau, dann muss ich nochmal den Guard will ich natürlich auch benutzen, ne? Warte, den hatte ich ja hier irgendwo drin gesehen. Chapeau, genau. Er ist schon ziemlich cool geworden. Da haben wir das, Kanban, den lade ich nach. Und kann der auch sowas machen? Warte, was kann ist er? Warte, den muss ich mir gleich mal angucken. Klassischer Level 5 Fehler. Welcher? Achso, Button fehlt. Ja. Vergessen zu speichern. Total geil, oder? Total gut. Logged in Guard. So. Gleich mal reingucken. Der hat. Can activate. Ah. Ein Feature Request. Ich hätte gerne hier Can Activate und Can Load drinne. Aber egal. Warte, wir nehmen den mit. Ne? Wir machen mal. Das ist natürlich cool, ne? Wenn er so. Aber wir können erstmal so sagen. Also, wenn er Can Load hätte, dann könnten wir quasi Form
betreten, könnten wir checken. Ne? Dann würde quasi bei Lazy-Routen würde das quasi anders sein. Aber erstmal egal, ne? Warte, wir können ja quasi hier, ne? Guck mal, jetzt mache ich was ganz Dreckiges. Warte, nee, warte, hier ein paar, schreibe ich rein. Kanban. Und warte, so, pass auf. Und jetzt kommt das, das can activate. Wie war, also logged in guard. Ja genau, ich möchte quasi mein Modul möchte ich quasi schützen. Ne? Wenn ich, dann soll er gar nicht erst wieder hin navigieren kann. Also sowas wie Lazy Loading dann natürlich dagegen auch schätzen. So, warte, das heißt, er dürfte mir das jetzt auch nicht mehr anzeigen. Ne? Genau, okay, dann sage ich, hey, wir loggen uns ein. Log aus, okay. Und also, und der Activate, der triggert nicht, oder was ist hier los? Warte, ist, wir debuggen mal kurz den hier. Warum wir hier nichts sehen? Navigation End, Navigation Enabled, das. Aber der, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ja. Oh, sehr cool. Das ist. Dankeschön. Sehr gut, Dankeschön. Sehr geil, oder? Ja, geil. Mag ich. Genau, er begrüßt mich sogar mit dem Namen. Finde ich sehr, sehr geil. Sehr cool. Und das heißt, wir können hier drin auch natürlich jetzt ausgeben, den User, ne? Da. Und da machen wir ein Pre. Ich will wissen, was da drin steht. Ah, Mist, das war falsch. Ja, entspann dich. Okay, da steht alles drin. Ja, sehr geil. Sehr geil. Cool. Sehr geil. Gefällt mir. Ohne Witz, Anthony, sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Ja, wie gesagt, das Projekt wäre sowieso nach, weil ich meine, das ist nachher, sind ja diese ganzen Sachen hier zum Beispiel, ne? Aus der Environment JSON und so weiter, sind ja nachher auch alle da, ne? Diese Sachen. Deswegen, ich werde die natürlich dann das Projekt löschen, ne? Und dann könnt ihr da gerne mit Dinge versuchen. Das Projekt wird es einfach nachher nicht mehr geben, okay? Aber ich finde schon mal sehr geil, dass das irgendwie funktioniert hat. Und auch, mit, auch ne, natürlich, das ist jetzt nicht hübsch mit meinem Lockout-Button und so weiter. Und ich würde wahrscheinlich auch, ich muss mal gucken, welchen ich davon nehme. Ob ich, kann ich das irgendwo konfigurieren? Was, welche von denen ich hier anzeigen möchte?
Weil im Moment nimmt, zeigt er, ich habe ja nur Google und E-Mail quasi genommen und er zeigt ja quasi jetzt alles an. Auch hier würde er quasi auch wahrscheinlich alles anzeigen, ne? Das heißt, das könnte man noch machen. Und ich will das hier nochmal gucken. Das hier. Was. Den will ich natürlich auch noch anzeigen. Das machen wir. Und sagen, hey, wenn das da ist. Ja, ich weiß es. Ah ne, wir können das ja quasi jetzt auch wegnehmen und sagen, hey, weil er sagt ja an, dass er nicht eingeloggt ist. Oh, sehr geil. Sehr geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Die ist sehr cool. Achso, Providers Input, oder hier? Das heißt, Providers, da, warte, das ist eine Liste dann, oder was? Achso, warte, wahrscheinlich steht das in der Dokumentation, oder? Warte, ich gucke mal rein. Form Figuration. Da gab es ja irgendwo irgendwelche Parameter oder sowas, ne? Warte, ich hatte ja den Login. Den sehe ich jetzt gar nicht mehr. Supported Providers. Google und User, okay, dann da. So, guck mal, er zeigt mir schon irgendwelche Dinge an, ne? Warte, gucken wir nochmal. Ah, alles klar, warte, dann, es gibt ein. Es gibt einen E-Namen oder was? Gleich mal gucken. Out-Provider. Sehr geil. Sehr geil. Nein, das war falsch. Nein, ich will ja schon, dann dass das richtig machen, okay? Sehr geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr cool. Anthony, sehr coole Arbeit. Gefällt mir. Richtig gut. Komm bitte ich gleich mal. Login. Mit Anthony. Oder wie schreibt man dich denn? Mit H natürlich.
Hätte ich wissen müssen, ne? Anthony und dann. Ja, sehr cool. Cool. Oh, kurz vor. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung, Anthony. Finde ich gut, dass du dazu gekommen bist. Wir haben es auf jeden Fall. Das ging ja natürlich wesentlich einfacher dann, ne, als irgendwie das. Also so eine Library zu nutzen ist natürlich wesentlich einfacher als dann irgendwie das Ganze selber zu bauen. Auf jeden Fall. Genau, warte, ich muss einmal kurz in. Genau, das sind wir durch. Ne, Glückwunsch, ich bin durch und so weiter. Und ich muss auch mal hier reingehen. Ich muss das Projekt natürlich jetzt wieder löschen. Ne, also hat ja funktioniert. Insofern, genau, können wir das löschen. Das war eng. Das war mein Kanban-Fire. Genau, sehr gut. Alle Firebase-Dienste, die werden deaktiviert. Google-Dienste werden deaktiviert. Ja. Können das Projekt innerhalb von 30 Tagen über Google Cloud Konsole wiederherstellen. Jo. Jörg. Kanban ist on fire. Genau, sehr cool. Er gefällt mir. Also hat mir auf jeden Fall gefallen. Genau, ganz wichtig hier. Dem müsst ihr folgen. Ja. Bei Twitter und bei GitHub. Auf jeden Fall auch das Projekt. Auch auf jeden Fall. Mindestens das Projekt müsst ihr auf jeden Fall ewig starren, weil das ziemlich cool ist. Na, die anderen Projekte gucke ich mir dann, keine Ahnung, irgendwann demnächst mal an und guck mal, wo ich sonst noch so gemacht habe. Aber das ist ziemlich cool. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ziemlich cooler Use Case dafür. Ne? Und hat ja auch ein paar Uploads oder Downloads hier auch an der Stelle. Insofern ziemlich cool. Genau, ich sage danke, dass ihr dabei wart. Ich hatte heute irgendwie hatte ich ein bisschen Panik, weil ich irgendwie dachte, dass heute bestimmt irgendwie so ein Fußballspiel ist. Aber dann hörte ich, dass Fußball erst morgen ist. Aber okay, ist auch okay. Überstunden, ja, es geht. Alles gut. Ich habe morgen Workshop, insofern wird nochmal ein bisschen anstrengend, aber passt schon. Und oh, morgen Abend dann Meetup. Das heißt, alle, die in Hamburg sind, gerne vorbeikommen. Kommt vorbei zu Check24 am Hafen. Da ist Meetup, findet ihr alles bei Meetup Angular Hamburg. Irgendwie einfach nur suchen. Angular Hamburg Meetup oder so. Dann sollte das da drin stehen. Warte, ich muss einmal kurz die Musik ausmachen. So. Ja, cool. Genau, vielen Dank und für die Erfolgswünsche und vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche nächste Woche. Jetzt kriege ich ein cooles Projekt, auf jeden Fall. Das hier. Und genau, das hoffen wir mal, dass hier vorne dann nächstes Mal eine 1 oder eine 2 oder sonst was hier steht. Ne? Ich wollte jetzt, hätte das fast schon geguckt, wie mein Projekt gerade steht von den Download-Zeiten, aber ich wollte jetzt hier die nicht irgendwie sonst was. Das klingt dann so. So komisch, ne? Deswegen mache ich das nicht. Worum mich das interessiert, mache ich gleich auf Stream, meine Statistiken anzugucken. Aber ja, sehr cool. Cooles Projekt. Danke für die Mitarbeit, danke für die neuen Follows und so weiter. Und ich bin jeden Dienstag hier ab 20 Uhr. Nächste Woche bin ich gerade gar nicht sicher, was ich nächste Woche mache. Aber das stellt sich raus, das kriege ich irgendwie hin. Ich muss mal gucken, irgendwas hatte ich nächste Woche. Habe ich nächste Woche nicht schon irgendwas geplant? Ich gucke kurz in meinen Kalender hier. Nächste Woche. Nächste Woche Azure. Voll krass, oder? Und zwar Natalia Bendito ist hier. Und sie zeigt uns oder mir, wie das, was sie mit Azure machen kann. Oder was ich mit Azure machen kann. Das heißt, Azure wird richtig cool. Ja, das heißt, wenn ihr Bock auf Azure habt, also das heißt, wir gehen jetzt quasi irgendwie so das erste. Den ersten, sag ich mal, wir haben auch Theo haben wir durchgemacht, ne? Dann kommt jetzt bei jetzt Firebase und als nächstes kommt dann quasi Azure. Mal gucken, ob ich irgendwann jemand vom AWS-Team dazu kriegt, dass er mir auch irgendwas zeigt. Aber das werden wir dann sehen. Egal, mal gucken, wie es wird. Insofern erfolgreiche Restwoche und vielleicht sieht man sich morgen und ansonsten, wenn ihr mögt, nächsten Dienstag geht's weiter und genau. Wollte ich noch was sagen? Nein, ich wollte nichts mehr sagen. Schönen Abend noch.
Vielen Dank und ciao.